Wir sind jetzt hier im zweiten Teil der Podiumsdiskussion. Wir werden das Ganze jetzt etwas konkreter gestalten. Es soll um Kinder und Jugendliche und politische Bildung für Kinder und Jugendliche gehen. Auch ein Stück weit soll es um frühe politische Bildung gehen. Ich möchte das alles noch ein bisschen auch vielleicht weiterentwickeln mit den verschiedenen Teilnehmenden. Ich werde jetzt nicht alle einzeln vorstellen. Sie sehen ja auch die Schilder und gewissermaßen, es ist auch durchaus im Programm, die einzelnen Personen sind da auch nochmal vorgestellt. Ich möchte einfach beginnen, weil wir recht viele sind, aber wir wollen eben sehr konkret arbeiten, sodass es dann auch interessant im Austausch sein wird. Da ganz kurz Sie zu bitten, einen kurzen Input zu geben. Und ich beginne mal, weil es eine Organisation für Jugendliche ist, mit dem DFJW. Es gibt allerdings auch Kinderaustausch und auch gewissermaßen Grundschulen, die sich gegenseitig besuchen. Und das sind ja binationale Gruppen, Herr Bütow. Und ja, das war jetzt zu viel. Und vielleicht könnten Sie kurz 3 bis 5 Minuten vielleicht uns sagen, was ist für Sie wichtig in der politischen Bildung in Ihrer Organisation? Ja, vielen Dank, Herr Professor Wagner. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Anmoderation und für die Organisation der heutigen Veranstaltung. Wir sind sehr froh, hier uns mit beteiligen zu dürfen und auch herzlichen Glückwunsch zu dem Forschungsprojekt Deutsch-Französisch, das Sie mit vielen Kolleginnen hier und Kollegen im Raum in den letzten Jahren betrieben haben. Ich freue mich sehr, auch hier heute in Leipzig zu sein, die eine Stadt ist, die für Engagement, bürgerschaftliches Engagement für Demokratie, für die friedliche Revolution steht. Und das sind natürlich auch Werte, die für uns im Deutsch-Französischen Jugendwerk leitend sind. Wir sind 1963 gegründet, wie Sie wissen, letztes Jahr 60 Jahre durften wir feiern, mit dem Élysée-Vertrag gegründet und sehen uns als eine internationale Organisation für Kinder, Jugendliche, junge Menschen in Deutschland, Frankreich und Europa an. Arbeiten mit bis zu 8.000 Partnern pro Jahr, wenn keine Pandemie ist, zusammen und haben dabei an unserer Seite so wichtige Partner wie beispielsweise die Bundeszentrale für politische Bildung, mit der wir jetzt seit mehreren Jahren, wir haben jetzt auch anlässlich des Élysée-Jubiläumsjahres unsere Kooperation erneuert für die kommenden 3 Jahre, gemeinsam mit Präsident Thomas Krüger, ein deutsch-französisches Förderprogramm beispielsweise für das Thema der politischen Bildungsarbeit aufgelegt. Zielgruppen sind ja bei uns Kinder und junge Menschen zwischen 3 und mittlerweile bis zu 35 Jahren. Und das sind, das wissen Sie hier im Saal besser als ich, das sind sehr unterschiedliche Zielgruppen. Und für uns ist politische Bildungsarbeit insofern eigentlich schon 1963 angelegt worden in die Grundstruktur vom Deutsch-Französischen Jugendwerk. Warum? Weil es ja um die Vermittlung von interkultureller Kompetenz geht. Und interkulturelle Kompetenzvermittlung ist eine Säule politischer Bildungsarbeit und das ist, wenn man so will, eigentlich Kernauftrag des DFJW. Anders formuliert, das heißt, in jedem deutsch-französischen, in jedem europäischen Jugendaustausch, an dem wir uns beteiligen dürfen oder den wir fördern dürfen, steckt im Kern, steckt ein Kern politischer Bildungsarbeit. Der muss natürlich didaktisiert werden und darum auch, ich freue mich auch sehr, dass Frau Mütter hier heute ist, eine ganz wichtige Partnerin in Nordrhein-Westfalen, die Fachkräfte an unserer Seite begleiten uns dabei, eben auch vernünftige Förderprogramme, sage ich mal, auf den Weg zu bringen. Wir stellen fest im Deutsch-Französischen Jugendwerk, dass Jugendaustausch, sagen wir mal, politischer geworden ist in den letzten Jahren. Junge Menschen sehen sich immer wieder überfordert in dieser Zeit, die doch bisweilen schwindelerregend ist. Wir hatten im vergangenen Jahr, an 60 Jahre Élysée, konnten wir mit Kantar zusammen eine repräsentative, komparative Jugendstudie erstellen zu den Erwartungen, Interessen, Sorgen, Ängsten junger Menschen in Deutschland und Frankreich. Und da war zum Beispiel das Thema Klimaschutz ganz klar das Thema Nummer 1. 2/3 junger Menschen in Deutschland und Frankreich mit leichten Variationen, in Deutschland sind es 66%, in Frankreich sind 62%, sehen eben nicht mehr das Nachbarland als Sorge Nummer 1, sondern den menschengemachten Klimawandel. Und das ist für uns in gewisser Weise ein Bildungsauftrag und der richtet sich sowohl an Kinder als auch an Jugendliche, als auch an junge Erwachsene
zwischen 3 und 35 Jahren. Und da haben wir, sage ich mal, so einen ganzen Werkzeugkoffer, den wir anbieten. Wir hatten jetzt im vergangenen Sommer ein Projekt zum Verlieben, sage ich mal, eine Kinderkonferenz mit Bundesministerin Lisa Paus und der französische Botschafter François de Lattre waren auch zugegen und vor allen Dingen 60 Kinder, darunter auch Kinder aus Kinderheimen, die wir in Blossin im Brandenburgischen zusammengebracht haben. Das Ganze wird auch evaluiert und begleitet. Und da ist natürlich auch klar geworden, dass Kinder zwischen 8 und 12 Jahren denken politisch, haben Ängste. Und wir als Bildungsakteure, wenn ich so formulieren darf, haben hier auch wirklich einen Auftrag, für Kinder da zu sein und, sage ich mal, die pädagogischen Werkzeuge zu entwickeln, um Kinder da auch in der Bewältigung von Sorgen zu begleiten. Und vielleicht als letzter Punkt jetzt in den einleitenden Worten, das Thema Klimaschutz ist für uns als DFJW gleichzeitig auch keine Selbstverständlichkeit im Feld der politischen Bildungsarbeit. Das ist, was wir schon beispielsweise mit dem deutsch-französischen ökologischen Freiwilligendienst seit langer Zeit machen. Aber was wir uns gerade, sage ich mal, in den letzten Jahren auch zunehmend erschließen mussten. Warum? Weil wir Mobilität fördern und auch in keine Glaubwürdigkeitslücke gegenüber jungen Menschen kommen dürfen. Und es geht auch darum, dass wir als Förderinstitutionen an der Seite junger Menschen stehen und, wenn man so will, einen Beitrag dazu leisten, dass dieses Gefühl von Ohnmacht, dass viele junge Menschen doch tatsächlich auch in sich tragen, in Engagement umgewandelt wird. Und auch hier sind wir wieder, wenn man so will, in dieser, ich nenne das gerne Trias zwischen einerseits Pädagogik, andererseits wir als Förderinstitution gemeinsam mit Partnern, wie eben auch heute hier, und dann aber eben auch Evaluation und wissenschaftliche Begleitung, um immer wieder auch zu hinterfragen, ist das eigentlich gut und sinnvoll, was wir da machen. Ja, herzlichen Dank. Ich will das gar nicht kommentieren, sondern nur ganz kurz deutlich machen. Also Krisen, das war ein Thema, das bei ganz vielen der Beiträge, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet auf diese Podien, angesprochen wurde. Und das wird auch ein Thema sein, wo wir uns noch drüber austauschen werden, wie politische Bildung das adressieren kann. Ich bitte jetzt erstmal Gabriela Valente, die gewissermaßen auch an unserem Forschungsprojekt mitgearbeitet hat, momentan in Toulouse ist. Das ist ja eine Partner, gewissermaßen Region von Sachsen, wie wir gelernt haben. Genau, es geht einfach darum, dass sie ganz kurz sich vorstellt und deutlich macht, was für sie in der politischen Bildung mit Kindern und Jugendlichen wichtig ist. Merci beaucoup, Berthe. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'opportunité de pouvoir dialoguer ici avec vous. Pour ceux qui parlent français, vous pouvez entendre tout de suite mon accent et savoir que je suis pas française, donc je suis brésilienne. Et suite à cette information, vous pouvez aussi vous questionner qu'est-ce que fait une brésilienne dans un projet franco-allemand qui traite la question de l'éducation à la citoyenneté. Ben, moi aussi, je me suis posé cette question. Et c'est que j'ai pensé à qu'est-ce que je pouvais apporter à ces projets? Et tout d'abord, je pouvais apporter un nouveau regard, un regard avec un peu plus de recul. Donc, on discutait avec des collègues brésiliens tout à l'heure. Ma prise de recul, ça a été à partir d'une vision plutôt européenne. C'était de chercher dans des normatives européennes, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on parlait, qu'est-ce qu'on discutait de l'éducation à la citoyenneté. Donc, je vais, lors de notre débat, je vais plutôt partir de ce que j'ai appris sur l'éducation à la citoyenneté au niveau européen. Donc, j'ai fait des analyses, des prescriptions de l'Union européenne, mais aussi du Conseil de l'Europe. Un deuxième point que je vais aborder, c'est aussi par rapport à qu'est-ce que les chercheurs français ou qu'est-ce que les revues scientifiques françaises publient, quels sont les débats scientifiques sur l'éducation à la citoyenneté en France. Donc, j'ai fait une analyse d'environ 80 articles scientifiques dans des revues qu'on appelle qualifiantes, donc des revues qui sont bien notées, on va dire comme ça, dans les domaines des sciences de l'éducation et pour l'éducation à la citoyenneté.
Et les troisième point qui est mon point d'intérêt, c'est aussi par rapport aux pratiques. Et dans le cadre des pratiques, je m'intéresse aux pratiques des enseignants, mais aussi la manière dont l'éducation à la citoyenneté peut toucher les élèves. Et avec un regard extérieur, je vais beaucoup m'intéresser sur la question de la diversité. Et ça, je pense que c'est aussi mon bagage brésilien qui me permet de penser une société, comme on parlait tout à l'heure, une société plurielle et une société qui est diverse. Voilà. Merci. Herr Krüger, ich würde Sie bitten, ganz kurz, vielleicht weil Sie eben auch angesprochen worden sind über die Partnerschaft mit dem DFJW, so 3 bis 5 Minuten etwas zu sagen, was für Sie Schwerpunkte sind, auch in Ihrer Organisation der Bundeszentrale, in der politischen Bildung für Kinder und Jugendliche. Ganz kurz zur politischen Bildung, wie wir sie in der Bundeszentrale zurzeit verstehen. Es hat sich eine Menge verändert. Und unter anderem, dass man mit Formaten politischer Bildung eben nicht mehr alle Leute erreicht, sondern man muss stark diversifizieren. Das ist eben in dem Statement auch angeklungen, diversifizieren, indem man die Zielgruppen, die man erreichen will, erstens adressiert und zweitens sie nicht mehr als Zielgruppen versteht, sondern als Bildungspartner. Und in dieser Bildungspartnerschaft spielt eine sehr starke Rolle, wie sozusagen diejenigen, die sich beteiligen an politischer Bildung, repräsentiert sind. Also ob sie sich identifizieren können mit einem glaubhaften Bildungssetting. Zum Zweiten ist ganz wesentlich die Frage der Partizipation. Also inwiefern Beteiligte an politischer Bildung tatsächlich eine Möglichkeit haben, Bildungsprozesse mit zu beeinflussen, zu intervenieren, selbst mitzugestalten und dabei Selbstwirksamkeit zu erleben. Das sind ganz wesentliche Punkte, die in der politischen Bildung berücksichtigt werden müssen. Wir wissen aus der Beteiligungsforschung, dass etwa 1/4 der Bevölkerung in Deutschland sich gar nicht mehr politisch beteiligt. Das heißt also benachteiligt ist auch an solchen politischen Bildungsangeboten. Und von daher ist es ganz wesentlich, politische Bildung stärker als aufsuchende Veranstaltung zu verstehen. Aufsuchen meint, dass man sich auf die Lebens- und Alltagssituationen der jeweiligen Menschen viel stärker, als das bisher der Fall war, einlassen muss, sie in ihren Alltagskontexten im Arbeitsbereich, im Lernbereich, in der formalen oder nonformalen Bildung zu adressieren und zu erreichen und von daher, wie gesagt, politische Bildung einfach neu zu justieren und neu zu verstehen. Das ist das Erste. Das Zweite, wir müssen viel risikovoller die Bildungssettings gestalten. Heute spielen soziale Medien eine ganz wesentliche Rolle und wir sind dabei, unsere Angebote auf die Kanäle der sozialen Medien, auf Instagram, auf TikTok, auf Webvideoformate umzustellen, um einfach die Leute da abzuholen, wo sie sind. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Reihe von neuen Formaten aufzählen, die wir ausprobiert haben, teilweise auch in der Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk. Das ist eine sehr fruchtbare Kooperation, wo wir die Gelegenheit haben, auch ein Stück über unseren eigenen Tellerrand zu gucken und uns eben sozusagen zu vernetzen und andere Ansätze der politischen Bildung, der Civic Education kennenzulernen. Herzlichen Dank. Ja, es wird auch um diese binationalen Blickwinkel auf politische Bildung gehen und die Potenziale, die da vielleicht auch in binationalen Gruppen liegen könnten, werden wir weiter besprechen. Und deshalb wäre es auch sehr interessant, die Sichtweise eben auch von dem Bundesland Sachsen zu hören, von der Ministerin. Ich kann jetzt nicht die ganzen Titel, für was Sie alles verantwortlich sind, aufzählen. Es waren viele Sachen, aber unter anderem Internationalisierung, wenn ich mich richtig erinnere. Tatsächlich neben Justiz und Gleichstellung, was vielleicht heute nur zweitrangig eine Rolle spielt, bin ich tatsächlich für Europa und Demokratie zuständig und Sachsen das erste Ministerium, was auch Demokratie im Titel trägt. Und das haben wir uns auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dieses Ministerium mit dem langen Titel, mit den vielen Zuständigkeiten nicht versäult zu sehen, sondern die Themen tatsächlich auch zusammenzubringen und zusammen zu denken. Und
in diesem Sinne genau auch bei dem Thema Demokratie und Europa auch hier Formate zu finden und wie das im Ministerium immer so ist, mit Förderrichtlinien und schauen, wie man dann natürlich auch die entsprechenden finanzielle Unterstützung für die unterschiedlichen Projekte auf den Weg bringt. Und das haben wir uns jetzt die letzten 4 Jahre oder jetzt knapp 5 Jahre vorgenommen und sind da, glaube ich, auch wirklich neue Wege gegangen, was die Förderung einerseits der Zivilgesellschaft angeht mit verschiedenen Projekten, auf der anderen Seite aber auch ganz konkrete Projekte mit Kommunen gemeinsam zu machen. Und da gerade das Thema Bürgerbeteiligung und auch das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung wir hier tatsächlich zentral in den Mittelpunkt gestellt haben. Und wir haben auch mal einen anderen Ansatz gewählt, als man das vielleicht sonst so in den Bundesländern oder auch auf Bundesebene macht, wo es ja immer, wie gesagt, schöne Fördertöpfe gibt. Dann bewirbt man sich mit seinem Projekt drauf, dann kriegen die Leute ihr Geld und dann machen sie wunderbare Dinge. Das machen wir auch. Aber wir haben eben gesagt, das reicht uns nicht, sondern wir wollen, dass diejenigen, die die Fördermittel bekommen, auch sich kennenlernen und auch voneinander lernen können. Also auch, wir haben sozusagen Netzwerke sozusagen gespannt, und haben bei dem Thema Jugendbeteiligung, Kinderjugendbeteiligung, insgesamt Bürgerbeteiligung auch für Erwachsene, jetzt ein Netzwerk, wo 250 Teilnehmende sind, Erwachsene, natürlich also Zivilgesellschaft, Kommunen, Verwaltung, die dort zusammenkommen und sich austauschen, voneinander lernen, weil das, was in Görlitz an der polnischen Grenze gut funktioniert, kann genauso gut in Chemnitz oder hier in Leipzig oder im Vogtland funktionieren. Und das ist wirklich großartig. Und wir hatten jetzt just letzte Woche eine große Veranstaltung in Meißen zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, die das organisiert haben, haben gesagt, ah, wir wären ganz glücklich, wenn da so 30, 40 Leute kommen. Am Ende waren dort 120 Leute, also Initiativen, es waren auch 2 Bürgermeister da, also wirklich die Breite, die miteinander diskutiert haben, auch geschaut haben, wie kann man genau diese Fragen, die Tobias Bütow gerade aufgegriffen hat, nämlich die globalen Krisen dieser Welt und ganz vorn dran eben für Kinder und Jugendliche das Thema natürlich Klima, aber auch das Thema Krieg, Digitalisierung ein Stück weit, vielleicht jetzt nicht bei jungen Menschen, aber nichtsdestotrotz das Thema Migration und Flucht. Wie kann man das auch adressatinnengerecht auf den Weg bringen beziehungsweise hier entsprechende Formate anbieten? Und wir kennen das ja alle in der Beteiligung und in der Demo, in der politischen Bildung. Was gibt's alles so für Formate? Und da fallen einem dann immer die wunderbaren Podiumsdiskussionen ein, so wie heute, was ein schönes Format ist. Aber ich glaube, das kann's nicht gewesen sein. Und deswegen haben wir jetzt in den letzten Jahren auch ein Forschungsinstitut auf den Weg gebracht an der Universität in Dresden, die John Dewey Forschungsstelle, die sich genau damit auseinandersetzt, was gibt's denn noch für Formate, die Menschen erreicht und dort auch forscht, weiterentwickelt, aber dieses Wissen auch zur Verfügung stellt, auch mal andere Materialien, wie man politische Bildung nochmal besser aufbereitet. Und da sind wir, glaube ich, jetzt in diesem Jahr oder in den letzten Jahren gut vorangeschritten. Und dass wir das, wie gesagt, auch nicht nur gerade Sachsen mit Polen und Tschechien als unsere direkten Nachbarländer, nicht nur Sachsen konzentriert macht, sondern dass wir das eben, dass wir auch nach draußen gegangen sind, dass wir auch Formate für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene angeboten haben, trinational. Also dass wir mit polnischen, mit tschechischen und mit sächsischen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Jugendlichen zusammengearbeitet haben, gerade im Bereich der Konferenz zur Zukunft Europas, was ja ein großartiges Format gewesen ist und Corona es uns wirklich total erschwert hat. Und da haben wir zum Beispiel einen Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, lasst uns dem ganzen Prozess, den wir machen, erstmal eine Kinder- und Jugendkonferenz voranschalten und sagen, was sind denn die Themen, die euch interessieren, die euch auf der Seele brennen, wo ihr Europa in Zukunft seht? Und die haben das gemacht und dann haben sozusagen in einem zweiten und dritten Schritt dann in Anführungsstrichen die Erwachsenen über diese Themen auch dann mit Jugendlichen diskutiert. Und ich glaube, das sind Formate,
die gut sind und die sich auf jeden Fall auch weiterentwickeln lassen. Und das haben wir natürlich nicht nur mit Polen und Tschechien gemacht, sondern eben auch Richtung Frankreich und haben unsere Netzwerke weiter aufgespannt, auch Richtung Italien und Richtung Spanien. Und mit dem deutsch-französischen Jugendwerk, mit dem polnischen Jugendwerk haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht und einen sehr guten Player und nicht zuletzt heute die Veranstaltung. Und ich denke, da sollten wir auch weiter dran arbeiten. Ja, herzlichen Dank. Also ich denke, das ist schon sehr wichtig, auch wenn es darum geht, so was wie intergenerationalen Austausch herbeizuführen, weil das ist ja schon ein wichtiges Thema, wenn Kinder und Jugendliche Erwachsenen vorwerfen, dass sie die Welt nicht in einem Zustand übergeben, der akzeptabel ist, wie man das auch immer beschreiben möchte. Und da haben wir jetzt hier Philipp Merieux, der gewissermaßen auch, er ist auch Professor in Lyon 2, aber er hat auch einen großen Player, der gewissermaßen bürgerschaftliches Engagement auch in Kooperation mit Schulen zum Beispiel voranbringt. Und dann würde ich Sie bitten, Herr Merieux, dass Sie uns ganz kurz Ihre Punkte in 3 bis 5 Minuten sagen. Oui, bonsoir à toutes et tous. Je vais peut-être être un peu décalé par rapport aux interventions antérieures. Et me situer à l'intermédiaire entre la table ronde précédente et celle-ci. 4 difficultés et 1 proposition concernant l'éducation aux politiques. Première difficulté, l'éducation aux politiques, le terme politique en français peut avoir une acception au masculin et une au féminin. Ça peut être la politique ou le politique. Si c'est la politique, éducation à la politique, c'est l'éducation à la connaissance des institutions politiques, de la manière dont elles fonctionnent, et éventuellement, comme le disait Anne-Claire, de la manière dont les rapports de force interviennent et interfèrent avec le fonctionnement des institutions. Ça, c'est la politique. Mais on a bien vu tout à l'heure dans la table ronde précédente que c'était pas exactement l'objet. L'objet, c'est plutôt le politique. C'est plutôt l'éducation à quelque chose qu'on peine quand même à définir, que le collègue a évoqué tout à l'heure en s'interrogeant sur l'existence ou non d'une forme de principe universel du politique. Et effectivement, quand on regarde les textes qui parlent de l'éducation au politique, au masculin, on s'aperçoit que ça renvoie, pour beaucoup, ça a été dit, à l'interargumentation telle que Jürgen Habermas la formule. Ça renvoie même finalement à une conception morale, à l'impératif catégorique kantien, et on peut même remonter très loin parce que ça peut renvoyer à ce que les neuroscientifiques nous apprennent sur le principe d'inhibition, c'est-à-dire le refus du passage à la violence, quand le cortex frontal inhibe les réactions pulsionnelles et permet de passer à une forme d'élaboration par la pensée qui dépasse et transcende la réaction pulsionnelle pour permettre d'entrer dans une argumentation et dans une interaction avec d'autres. Alors on voit bien que éduquer aux politiques, ça peut être soit quelque chose de très formel, soit renvoyé à quelque chose dont on peut se demander si ça ne se joue pas dans les 2 premières années de la vie. Parce que la formation du cortex frontal et la capacité d'inhiber les pulsions du corps primaire, ça se forme très tôt. Et le collègue qui tout à l'heure évoquait la délinquance, la grande délinquance, on sait bien qu'il s'agit de personnes qui sont dans un psychisme du passage à l'acte, et que ce passage à l'acte nécessiterait pour rentrer dans le politique un sursis à l'acte et un accès à la pensée. Est-ce que c'est encore possible? Et est-ce que, au fond, l'éducation aux politiques, ça n'est pas l'éducation à la parentalité dans des premières années? C'est une question que je pose. Deuxième difficulté, c'est une difficulté sociologique. Ça a été évoqué tout à l'heure. Pierre Kahn l'a dit à plusieurs reprises, la société n'est pas conforme à ce qu'elle exige de ses enfants. Et d'une certaine manière, c'est normal. L'école exprime un idéal de société, la réalité est loin de cet idéal.
Ça, c'est une constante. Mais nous vivons aujourd'hui avec un phénomène très particulier qui, à mon avis, n'a pas été pointé, mais qui est très important, qui est le développement des réseaux sociaux et du numérique en général. Parce que les réseaux sociaux et le numérique fonctionnent sur un algorithme qui est l'algorithme du mème. Les réseaux sociaux, c'est le tunnel des algorithmes. C'est le tunnel de l'enfermement dans le mème. Quand un adolescent va sur un réseau social, sur Instagram, et qu'il va consulter, par exemple, la publicité pour des vêtements proposés par Kim Kardashian, l'adolescent ou l'adolescente va recevoir de plus en plus souvent exclusivement la publicité pour les vêtements proposés par Kim Kardashian. Donc, se développent aujourd'hui des structures de communication de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes qui sont des structures d'enfermement dans le même et qui rendent extrêmement difficile, voire impossible, l'accès à l'altérité. Si vous commandez aujourd'hui un livre par correspondance sur une grande librairie bien connue, que ce livre est un livre policier, eh bien, le site en question ne vous proposera plus que des livres policiers. Alors que l'éducateur, lui, il vous dira, vous avez aimé ce livre policier, je vais vous faire aimer la poésie ou l'histoire. C'est-à-dire qu'il va ouvrir les horizons. Les structures communicationnelles dans lesquelles vivent aujourd'hui les enfants et les adolescents sont des structures d'enfermement dans le même. Et à ce titre, elles sont, au sens alors péjoratif du terme, communautaristes. Et elles rendent extrêmement difficile la rencontre de l'altérité et la possibilité de passer au dialogue, et au dialogue en particulier démocratique. Cela me renvoie à l'importance évidemment de l'école, mais aussi, ça a été peu évoqué tout à l'heure, de tout ce que nous appelons en France l'éducation populaire, c'est-à-dire ce qui se passe dans les centres sociaux, les maisons de jeunes, les clubs de sport et l'ensemble de ces outils d'éducation populaire qui ont été en France assez abandonnés par le politique, et qui sont de plus en plus sous-traités au système marchand. On voit bien d'ailleurs que quand le président de la République chez nous parle d'éducation, il n'évoque que deux partenaires éducatifs, les parents et l'école. Comme si en dehors des parents et de l'école, il n'y avait rien. Or, il y a 50 à 60% des activités de l'enfant, dans la rue, sur l'écran, dans le club de sport, etc. etc. Or, pourquoi on n'en parle pas ? Parce que c'est sous-traité au système marchand et que l'État ne se considère plus comme ayant une responsabilité civique, citoyenne, qui contribuerait à développer cette éducation populaire que nous appelons chez nous de nos voeux. Donc, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté que j'ai rencontrée dans mon travail est une difficulté, on va dire, plus philosophique au départ, mais qui, dans la réalité, est très concrète. Je vais faire un tout petit détour très, très rapide. C'est Hannah Arendt qui dit très clairement que ce qui caractérise une société démocratique, c'est que les enfants, ils sont traités comme des enfants et les adultes comme des adultes. C'est-à-dire qu'avant d'être des adultes, les enfants ne peuvent pas être considérés comme des adultes. Et elle dit donc très clairement, l'éducation et toutes les structures éducatives, que ces structures éducatives soient du domaine du loisir, qu'elles soient du domaine de l'école, qu'elles soient du domaine de l'associatif, qu'elles soient du domaine, par exemple, de ce que nous faisons en France et que nous appelons les conseils municipaux d'enfants et d'adolescents qui existent et qui se veulent des outils d'initiation à la citoyenneté, tout ça, dit Hannah Arendt, ça n'est pas du politique. Ça ne peut pas être politique, puisque ce sont des enfants qui n'ont pas encore accédé aux politiques. Elle appelle ça un espace pré-politique. Elle dit que les espaces éducatifs sont pré-politiques. Alors pour moi, ça a percuté très fort mes pratiques, cela, parce que je venais du courant dit de l'éducation nouvelle, où on met en pratique, dans les groupes, des formes, c'est-à-dire de démocratie directe, où les enfants s'expriment tels quels, où on les fait s'exprimer, voter, débattre, comme si c'était de la politique.
Et nous avons été beaucoup attaqués, d'ailleurs, à ce titre, par ceux et celles qui nous disaient « Vous mettez les enfants dans des positions qui sont celles des adultes, alors qu'ils n'ont pas intégré les conditions même qui leur permettraient d'accéder à une parole politique. » Donc il y a là une vraie difficulté, et une difficulté que l'école a parfaitement intégrée, et j'en viens à ma quatrième remarque, qu'elle a complètement intégrée en étant réfractaire d'une manière assez radicale à une éducation aux politiques qui passe par les pratiques. Et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. En réalité, on voit bien, ça a été souligné dans la conférence inaugurale et repris dans la première table ronde, que l'éducation civique ou aux politiques, là je les mets sur le même plan, peut renvoyer à des espaces ciblés, une heure d'éducation civique, ou bien peut se prétendre incarné par le fonctionnement même de l'établissement et au-delà du fonctionnement de l'établissement, au fonctionnement de l'enseignement lui-même. Parce que Pierre Kahn a parlé des équipes qui s'entendent bien, il a parlé, mais peut-être que le politique se joue dans le rapport au savoir lui-même, c'est-à-dire dans la façon dont on enseigne, la manière dont les graines poussent, la manière dont les Romains ont conquis la Gaule, etc. Peut-être que le rapport au savoir lui-même est politique. Et on voit bien que la difficulté majeure de la France, c'est que la France est un pays de déclaration. Son histoire est une histoire de déclaration. La France déclare. Et quand elle déclare, elle pense que par la magie du verbe, les choses vont se réaliser. Donc elle fait des déclarations, elle fait des chartes, elle fait apprendre des choses, en considérant que ces déclarations ont un effet d'opérationnalisation. Donc elle est très austinienne, au sens de qu'en dire c'est faire, mais sans avoir une réflexion approfondie sur les conditions pour que le dire soit le faire. Et là, moi je me suis trouvé face à cela dans des situations où globalement, et Pierre Kahn l'a évoqué, l'école et les lieux périscolaires où on fait de l'éducation à la citoyenneté proclament des valeurs, les font déclarer par les élèves, mais ne les mettent que très peu en pratique. Alors voilà les quatre difficultés auxquelles j'ai été confronté. À partir de ces quatre difficultés, j'ai été amené, mais il y a déjà longtemps de ça, il y a 25 ans, même un peu plus, dans les années 1998-99, a proposé une réforme du lycée en France. Et dans cette réforme du lycée, j'avais construit l'éducation à la citoyenneté, c'est ainsi qu'on l'avait formulé à l'époque, autour de quatre piliers, et nous disions à l'époque que ces quatre piliers étaient inséparables. Ces quatre piliers, c'était une pratique différente du travail personnel, c'était un enseignement civique, juridique et social. C'était l'organisation des conseils de la vie lycéenne, c'est-à-dire d'une démocratie lycéenne. Et c'était la mise en place d'unités pédagogiques à taille humaine au sein desquelles les relations pouvaient être construites de manière harmonieuse. Alors, je vais juste reprendre ces quatre piliers parce que, pour moi, aujourd'hui, ils sont encore indissociables. Il n'y a pas, pour moi, d'éducation civique à la citoyenneté sans un changement du rapport au travail. C'est-à-dire sans le passage de ce que Paulo Freire appelait la pédagogie bancaire à une pédagogie qui soit une pédagogie du travail vrai. Du travail vrai, c'est ce que nous avions proposé à l'époque. En France, on appelait cela les travaux personnels encadrés. Le travail vrai, c'était un travail seul ou en équipe sur un objet interdisciplinaire qui faisait l'objet d'un dossier qui était soutenu devant un jury. C'était un travail où les élèves allaient rechercher la vérité et on ne la leur imposait pas dans une situation verticale. Et je pense qu'il n'y a pas de véritable éducation à la citoyenneté sans changement en interne de toutes les structures éducatives du rapport au travail et à l'exigence dans le travail. L'exigence dans le travail. Le deuxième élément de notre réforme à l'époque, c'était donc la mise en place de l'ECJS, l'éducation civique, juridique et sociale. Et moi, je tenais à ce qu'il y ait les trois termes, civique, juridique et sociale.
Je tenais qu'il y ait la dimension civique, c'est-à-dire le rapport au grand texte fondateur, Déclaration des droits de l'homme, Constitution, les grands textes, Convention internationale des droits de l'enfant, bien sûr. Ça, c'est le civique. Juridique, c'est la loi, la compréhension de la loi. La compréhension que la loi n'est pas faite pour opprimer, mais libérer. Et Dieu sait que c'est une compréhension qui n'est pas facile à faire partager. L'idée que la loi ne réprime pas, d'abord, mais qu'elle libère, c'est-à-dire qu'elle autorise avant d'interdire. Ja, danke. Oui, je finis juste, Jeannet, pour une seconde. Éducation civique, juridique, sociale. Sociale. Parce que tout ceci se passe dans un contexte social. Le troisième pilier, c'était les conseils de la vie lycéenne. C'est-à-dire, c'était des systèmes représentatifs et c'était le pouvoir donné aux élèves de ne pas simplement intervenir sur des détails du type la couleur dont on va peindre les bancs dans la cour, mais aussi sur les méthodes d'enseignement. Et le quatrième pilier, c'était la constitution de micro-ensembles de 100 à 120 élèves au sein desquels il pouvait y avoir des relations qui se tissent, qui sortent, qui permettent de sortir de l'anonymat. Et on disait, ces quatre piliers sont inséparables. On a essayé de les mettre en place. Alors, inutile de vous dire que ça n'a pas vraiment bien marché, parce que ces quatre propositions inséparables ont été mises en place d'une manière complètement incohérente, et elles ont été supprimées au bon gré des alternances politiques par les politiques au pouvoir. Ce qui m'amène à ma conclusion, qui serait qu'il est très intéressant de se pencher sur l'éducation des élèves et des enfants aux politiques, mais qu'il faudrait aussi se pencher sur l'éducation des politiques pour qu'ils ne nous imposent pas en permanence des réformes qui se succèdent les unes les autres, qui s'annulent réciproquement et qui épuisent complètement les acteurs sociaux. Donc l'éducation aux politiques, pour moi, c'est aussi l'éducation des politiques. Voilà. Merci. Merci. Ja, herzlichen Dank. Also auf jeden Fall geht es auch darum, Partner einzubeziehen, gerade wenn man mit Institutionen zusammenarbeitet. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema in beiden Ländern. Und da haben wir jetzt noch Frau Mütter, die da etwas vorstellen kann, wo es um interkulturelles und politisches Lernen geht. Und vielleicht stellen Sie sich selber am besten vor und Ihre Schwerpunkte in der politischen Bildungsarbeit. Frau Mütter. Danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht bei Ihnen bin, sondern hier nur vom Bildschirm. Und ja, vielen Dank, Professor Wagner, auch für die Einleitung. Genau, ich komme aus Bonn oder ich arbeite, bin Institutsleiterin beim IKAP Bildungswerk in Bonn. Und wir sind ein Träger der politischen Bildung. Und zwar seit über 45 Jahren tätig als Zentralstelle auch des Deutsch-Französischen Jugendwerks und als Partner des DFJWs im Bereich der deutsch-französischen und trilateralen Arbeit. Ich habe gerade so überlegt, wo ich auch anschließen kann. Also ne, Schwerpunkt ist, wir führen deutsch-französische Jugendaustauschprojekte durch und auch Austauschmaßnahmen mit Fachkräften der in der internationalen Jugendarbeit Tätigen. Und unser Schwerpunkt ist aber schon seit Beginn, dass wir uns fokussiert haben auf den Einbezug von strukturell benachteiligten Jugendlichen. Das heißt, in der Diskussion vorher ging es ja darum, ist eigentlich politische Bildung, ne? Ist das nicht eher was für die bürgerliche Mitte? Nein, wir denken, dass politische Bildung alle erreichen muss und eigentlich auch, wie jetzt Herr Krüger das vorhin schon gesagt hat, es geht also darum, die Zielgruppen auch richtig zu adressieren. Und wir machen das, indem wir in einer Kooperationspartnerschaft mit Partnern arbeiten, die mit diesen Jugendlichen zusammenarbeiten. Sei es zum Beispiel Berufskollegs, sei es Einrichtung der beruflichen Eingliederung, Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, weil wir als Träger der politischen Bildung, wir erreichen diese Zielgruppen nicht alleine. Das heißt, wir arbeiten mit diesen Partnern zusammen, wir entwickeln gemeinsam mit den Partnern, basierend auf den, ich sag mal, ja, auf den Alltags, also anknüpfend an die Lebenswelt und an den Alltag der Jugendlichen, unsere Programme im deutsch-französischen und trilateralen Kontext. Ich glaube,
Besonders bei uns ist auch, dass wir versuchen, ja eine binationale und trinationale Perspektive in unsere Arbeit hineinzubringen. Ich finde das ganz spannend, gerade auch, wenn wir jetzt, wir sprechen über politische Bildung und doch höre ich in der Übersetzung ganz viele Begrifflichkeiten im Französischen, ob es jetzt Éducation politique, Éducation civique, Éducation à la citoyenneté. Ich habe heute noch nicht gehört, die Education populaire, die fehlt mir so ein bisschen in dem Zusammenhang, weil wir oft wechseln zwischen politischer Bildung im schulischen Kontext und politischer Bildung im außerschulischen Kontext. Für uns ist das nicht, das eine schließt sich nicht, also wir schließen das eine nicht aus. Wir arbeiten mit Berufskollegs zusammen. Das heißt, wir arbeiten eigentlich an der Schnittstelle von außerschulischer und schulischer Bildung. Nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, manchmal sprechen wir hier von der Form von Staatsbürgerkunde und wir haben auch oft das Gefühl, also wenn wir über politische Bildung reden, ne, dass da vielleicht ein Missverständnis ist. In unserer Arbeit geht es nicht darum, dass wir in unseren deutsch-französischen Jugendaustauschen eine Staatsbürgerkunde vermitteln, sondern es geht wirklich eher darum, Themen zu bearbeiten, die die junge Menschen betreffen. Und wo junge Menschen auch was zu sagen haben, auch heute und nicht erst, wenn sie 18 sind oder ne, wenn sie wählen können, sondern Kinder und junge Menschen haben auch heute schon, müssen lernen, ihre Meinung zu äußern und haben auch heute schon was zu sagen. Ja, vielleicht nochmal, wir haben, ich glaube, was auch besonders ist, ist, wir müssen geeignete Formate entwickeln, um junge Menschen zu befähigen, aber auch um junge Menschen einzubinden. Frau Meyer hatte gerade auch schon was von der Judith, also von der John Dewey Forschungsstelle gesagt und auch von den Materialien. Ich glaube, es ist wichtig für junge Menschen auch, ja, didaktisch politische Bildung greifbar zu machen. Wir haben zum Beispiel anlässlich des 60-jährigen Jubiläums letztes Jahr ein deutsch-französisches Escape Game zum Thema Engagement und auch zum Thema Klimaschutz entwickelt. Aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, um Themen, die junge Menschen betreffen, eben zugänglich zu machen, auch für Zielgruppen, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich sprachlich auszudrücken. Genau, ich glaube, das ist erstmal so von meiner Seite her, aber ich würde gerne weiter in Austausch kommen, gerade über das Thema, was verstehen wir denn eigentlich unter politischer Bildung und wie funktionieren eigentlich diese Kooperationen zwischen formaler und nicht formaler Bildung? Ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema, das Sie angesprochen haben und das möchte ich auch vertiefen, weil unser Forschungsprojekt hat eben auch schon deutlich herausgearbeitet, dass sehr unterschiedliche Positionierungen bei politischer Bildung da sind. Einerseits geht es in Deutschland auch gerade in der Grundschule um das Erleben von Demokratie. Und in Frankreich werden wiederum die Institutionen auch hervorgehoben. Das heißt, die Institutionen vertreten Werte. Und da ist einfach die Frage auch, wie können vielleicht auch binationale Gruppen, wir hatten da auch Kinder begleitet, videoethnografisch, die also auf Schüleraustauschfahrt in Frankreich im Stadtparlament eingeladen worden sind und eine Parlamentssitzung da durchgespielt haben. Wie können Kinder und Jugendliche eigentlich ermutigt werden, in diesen binationalen Zusammenhängen etwas zu lernen, nämlich dass Demokratie ein offenes Konzept ist und keineswegs fertig ist, weder in Frankreich noch in Deutschland. Und dass in zwei Nachbarländern durchaus ganz unterschiedliche Konzepte und Positionierungen zu einer repräsentativen Demokratie, die in beiden Ländern besteht, existieren. Und das ist also auch meine Frage erstmal zunächst direkt an Sie, Frau Mütter, dann Gabriela, wie sehen Sie das? Welches Potenzial bringen binationale Gruppen mit? Ich glaube, dass das Potenzial von so einer Begegnungs- und Austauschsituation ist, dass man in einem Rahmen und in einem strukturierten und aufbereiteten Rahmen auch, ich sag mal, die Dialogfähigkeit erlebt und lernt. Und das schon, sind es jetzt Kinder oder sind es Jugendliche. Und man braucht auch noch nicht mal dazu, die Sprache des anderen zu beherrschen. Wir haben oft
oft das Thema, dass junge Menschen oder auch Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit denken, Austauschprojekte sind nur was für Menschen, die die Sprache des anderen schon perfekt beherrschen. Ich sage mal, das Thema Sprachanimation, ne, Abbau von Kommunikationsbarrieren, die Zusammenarbeit unter einem Dach in einem Jugendaustausch oder in einem Austausch mit Kindern, das sind alles Beteiligungen in den Austauschprojekten von Beginn an auch ja, zu erfahren. Das sind Dimensionen, die gerade in so einer binationalen Situation gut gelernt werden können. Ich finde auch gerade das Thema Dialogfähigkeit spielt in unserer Gesellschaft ja gerade im Kontext der Polarisierung eine wichtige Rolle. Und wir haben eigentlich das Thema, dass Dialogfähigkeit, unterschiedliche Meinungen auch kennenzulernen, auszuhalten, zu akzeptieren und auch zu tolerieren, in der Austauschsituation, in der Begegnung eigentlich essentiell ist. Wir hatten gerade das Thema Filterblasen. In den sozialen Medien funktioniert das nämlich nicht mehr. Da ist man in seiner Filterblase und hört nur noch die eigene Meinung. Kontinuierlich bekommt man die wiederholt. Und ich finde, das ist eigentlich so das, was eine Austausch und eine Begegnung eigentlich mit sich bringt und besonders eigentlich auch macht. Ja, danke, Gabriela. Merci. J'aimerais rebondir sur la question de conception de la citoyenneté. Je suis tout à fait juste pour rebondir sur ce qui disait Madame Mutter sur la question du dialogue, l'importance d'avoir ces dialogues et de donner la voix aussi aux enfants, aux élèves, aux jeunes qui puissent exprimer, parler de leur expérience également. Donc, pour venir à la question de la conception de la citoyenneté, j'ai fait une analyse lexicométrique, en fait, avec un logiciel pour analyser une cinquantaine de textes de l'Union européenne. Et en fait, mon idée, c'était d'identifier qu'est-ce que l'Union européenne entendait par citoyenneté. Et là, on voit une vision, encore une fois, très universelle de cette citoyenneté. Une vision qui, un chercheur, un pédagogue portugais va critiquer, il va dire c'est une vision presque teintée des colonialismes. Donc une espèce de universel qui ne prend pas en considération ou qui prend peu en considération la diversité qui existe entre les pays européens. Donc les citoyens, c'est un citoyen européen, c'est un citoyen qui est protégé par cette unité politique de l'Europe. C'est un citoyen qui appartient à l'Europe. Donc, c'est un citoyen qui n'a pas des particularités nationales, par exemple. Une autre chose intéressante par rapport à la citoyenneté, c'est que la citoyenneté, elle s'apprend à l'école. C'est les lieux où on va parler des citoyennetés, elle est très liée à l'école et on ne prend pas en considération les autres institutions ou la question de l'éducation populaire, l'éducation en dehors de l'institution scolaire. Une chose qui ne surprend pas, c'est le fait que cette perspective de la citoyenneté en Europe, c'est une perspective très économique. L'éducation à la citoyenneté, elle fait partie de la construction d'une Europe qui a des buts, qui a des objectifs très économiques et qui sont très clairs, qui c'est d'être une des potences du monde. Alors, si on regarde, par exemple, des évaluations, des rapports des Euridis, par exemple, qui c'est des rapports annuels par rapport à l'éducation, qui essayent de comparer l'éducation dans chaque pays, on va voir dans les rapports de 2017 une différenciation entre l'éducation civique et l'éducation à la citoyenneté. Donc l'éducation civique,
pour eux, c'est l'éducation, éducation à la politique, comme disait Philippe Mérieux tout à l'heure, l'éducation aux institutions. Par contre, l'éducation à la citoyenneté, c'est une éducation qui prend en considération également la responsabilité et les devoirs de chaque citoyen. Donc, c'est pour ça aussi que j'utilise et je vais utiliser avec vous les noms éducation à la citoyenneté. Juste pour finaliser avec les documents européens, les conseils de l'Europe va parler d'une citoyenneté plutôt adjectivée. En sachant que les documents proposés par les conseils de l'Europe, c'est plutôt des guides, des repères ou des manuels qui vont être destinés à des enseignants pour servir comme une ressource à leur pédagogie, à leur manière, à leur pratique enseignante. Donc, dans les documents du Conseil de l'Europe, on va voir la citoyenneté mondiale, la citoyenneté démocratique. Ensuite, ils vont publier les compétences pour la culture et la démocratie. Et plus récemment, en 2020, en fait, juste avant les confinements, ou juste avant la crise sanitaire, ils vont publier la citoyenneté numérique. Ils n'arrivent pas à prendre en considération la période des confinements, donc ils vont parler de la citoyenneté numérique. Donc là, ça serait une des pistes pour penser la nouvelle citoyenneté, une citoyenneté qui peut éventuellement prendre en considération cet enfermement dont parlait Philippe Mérieux tout à l'heure. Quelques éléments, voilà, des définitions de la citoyenneté du côté de l'Europe. Donc, j'ai travaillé un peu sur la question de la France. On va voir que, différemment de l'Europe, la France, elle va avoir elle va être basée sur des valeurs, comme on parlait tout à l'heure, la question de la République, les valeurs de la République sont beaucoup plus importantes. Il y a un chercheur qui, en 2016, il publie un article qui va comparer les lois, une prescription européenne et une loi française, et il va dire que la France, elle a cette caractéristique, donc beaucoup plus dans les valeurs de la République, tandis que l'Europe, elle va voir plutôt des valeurs néolibérales, des valeurs où l'individu, il est plus important et il est important pour des questions économiques. Ja, yes. Danke. Das ist sicherlich wichtig, was auch europäische Bildung betrifft. Wir haben ja auch dieses Netzwerk gehabt, Austausch macht Schule. Man hört da nicht mehr so viel von mittlerweile, wo es darum ging, auch benachteiligten Jugendlichen die Möglichkeit zu geben oder auch vielleicht auch Kindern die Möglichkeit zu geben, in ihrer Schullaufbahn so eine binationale Gruppe zu besuchen, um so vielleicht auch eine Erfahrung mit Europa zu machen. Und das ist genau das Thema, weil eigentlich Austausch ist auch was, sagen die Studien jedenfalls, ziemlich privilegiertes. Und deshalb ist die Frage, wie ist es denn möglich, dass jemand, der nicht aus einem privilegierten irgendwie Umfeld kommt, auch so eine Erfahrung hat, dass Demokratie in einem Nachbarland vielleicht ganz anders verstanden wird. Wie ist das möglich, Herr Bütow? Vielleicht fange ich ganz konkret mal hier in Sachsen an. Wir haben nämlich ein ganz fantastisches Projekt mit Ministerin Meyer und der Regierung in Okzitanien gemeinsam starten dürfen. Ein Netzwerk Diversität und Partizipation zwischen Partnern in Dresden, Europa direkt und im Übrigen auch hier in Leipzig, im Europahaus und in Frankreich auf der französischen Seite Rudel. Also jeweils Partner, die genauso wie ICAP auch seit vielen Jahren, Jahrzehnten an der Seite des deutsch-französischen Jugendwerks stehen. Und die quasi das mit Leben erfüllen, was mal im Élysée-Vertrag als eine gute Idee formuliert worden ist. Und da geht es ganz konkret darum, Frau Mütter hat davon eben auch schon etwas berichtet, jene zusammenzubringen, die das Vertrauen von jungen Menschen genießen, die eben einen erschwerten Zugang
zu Mobilität haben und die wir in unserer Verwaltungssprache als junge Menschen mit besonderem Förderbedarf bezeichnen. Und das mit einem relativ breiten Begriffsverständnis. Und das sind, wenn man so will, Netzwerke des Vertrauens, die wir versuchen zu institutionalisieren, nicht nur im Rahmen von einem einjährigen Projekt, sondern tatsächlich überjährig, die viele Jahre bestehen sollen und auch müssen, damit hier Projekte entstehen können, die dann für öffentliche Mittelgeber förderungswürdig sind, um dann auf innovative Weise in dieser hochdynamischen, schwindelerregenden Zeit immer wieder auch auf die Themen, auf die Sprache, auf die Ansprache zu setzen. Herr Krüger hat das Wort der aufsuchenden politischen Bildungsarbeit verwandt. Also so junge Menschen aufzusuchen, wie sie in ihrem Lebensalltag sich sozusagen befinden. Und ich glaube, da sind wir auch schon beim Schlüssel eigentlich dessen, was im Jugendaustausch vielleicht auch in gewisser Weise eine Inspiration sein kann für politische Bildungsarbeit, beide Felder, vernetzt zu arbeiten, vernetzt zu denken, in einem partnerschaftlichen Dialog, auch zwischen Mittelgebern und jenen, die quasi das umsetzen, auf Augenhöhe. Die Mittelempfänger haben es auch nicht immer so einfach. Gerade auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie prekär auch der Bereich der Jugendaustauscharbeit zum Teil ist. Hier in Leipzig, wo ich heute zum Beispiel war, im Europahaus, die machen eine fantastische Arbeit, haben zwei Stellen, die durch Landesregierung und andere Akteure kofinanziert sind. Ich bin hierher gekommen und dachte, mich erwartet ein Team von 12 Leuten und es ist am Ende eine Zwei-Mann-Show. Das sind so Beispiele, die wir im Deutsch-Französischen Jugendwerk erleben, wo wir auch sehen, diese Partner brauchen, gerade auch jene, die mit jungen Menschen mit einem erschwerten Zugang zu Mobilität arbeiten, stärkere Unterstützung, um tatsächlich auch Austausch für jeden als ein Angebot zu ermöglichen. Und da Sie Austausch macht Schule, Herr Professor Wagner angesprochen haben, vielleicht da auch nochmal eine Einladung auf die Webseite. Also das ist ein ziemlich aktives Netzwerk. Wir haben uns gerade vor 2 Wochen getroffen. Wir haben auch tatsächlich im Dialog mit den anderen Jugendwerken und Fach- und Förderstellen der internationalen Jugendarbeit sind wir gerade dabei, uns ein Ziel insofern zu erarbeiten, dass wir dazu beitragen wollen, Schule und das Außerschulische stärker zu vernetzen. Wir sind im Dialog mit der KMK beispielsweise aktuell. Die KMK hat ja jetzt fast schon einen historischen Schritt gemacht im vergangenen Jahr, als es die erste Konferenz gab in der Geschichte der KMK zwischen der JugendministerInnenkonferenz und der KultusministerInnenkonferenz. Hut ab, weiter so. Das war jetzt im Bereich frühkindliche Erziehung, aber da brauchen wir zum Beispiel auch mehr für Austausch. Denn wenn Austausch im Kern politische Bildungsarbeit ist, dann muss es unser Ziel sein, ein politisches Ziel sein, dass jeder junge Mensch im Rahmen seiner Bildung tatsächlich eine Austauscherfahrung macht. Und da im Übrigen nicht nur mit Frankreich, sondern das darf natürlich auch ein anderes europäisches oder internationales Land sein. Aber darum muss es gehen, da sind wir noch weit von entfernt. Die Zugangsstudie vor der Pandemie hat gezeigt, knapp 1/4 junger Menschen in Deutschland bis 27 machen eine Austauscherfahrung, aber es würden gerne 2/3 machen. Nur wir finden nicht die richtige Ansprache, wir finden nicht die richtigen Fördermittel oder die jungen Menschen haben nicht das Selbstbewusstsein, um sich selber auch so eine Austauscherfahrung zuzutrauen. Und auch darum sind wir wieder bei diesem Aufsuchen, bei der Ansprache, bei der Kommunikation. Ja, Herr Mailleux, wie sieht das aus? Außerschulische und schulische Bildung, wie kann man das verknüpfen? Welche Best-Practice-Formen gibt es da vielleicht auch in Frankreich, die wir auch uns genauer anschauen könnten? Weil in Deutschland gibt es da durchaus sehr viele Probleme. Wir haben das im ersten Podium auch ein bisschen gehört zwischen Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen und so. Das klappt nicht immer so gut. Aber vielleicht ist das in Frankreich anders. Non, bien sûr, nous avons les mêmes problèmes. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit et rappeler une enquête que nous avons faite avec mon laboratoire dans les années 2005 sur les initiatives de formation à la citoyenneté sur des banlieues populaires de l'Est lyonnais. Des banlieues populaires, c'est-à-dire un peu difficiles. Et je voudrais dire que nous avons été, face à cela, mis devant une double ségrégation. C'est que ces initiatives qui se prétendaient être des initiatives citoyennes, qui portaient des valeurs de solidarité et de respect, eh bien, ne drainaient
finalement que des enfants volontaires qui avaient été déjà sensibilisés à ces questions par leur famille et par leur milieu, et qu'au sein de ces enfants volontaires, ceux qui dominaient, c'était ceux qui savaient parler et qui savaient s'imposer aux autres, au détriment d'un certain nombre de suivistes qui étaient finalement sous la domination de quelques leaders. Donc nous avions des initiatives qui se prétendaient des initiatives citoyennes, qui se prétendaient des initiatives porteuses de valeurs d'émancipation et qui en réalité étaient des initiatives ségrégatives. Si je dis ça, c'est parce que nous avons été aussi bien dans l'éducation populaire que dans l'éducation scolaire, nous n'avons pas regardé suffisamment en face comment des mots que nous utilisons et que j'ai entendu depuis tout à l'heure, faire des échanges, s'écouter, se respecter, être en projet collectif, comment tout ça se mettait en œuvre concrètement dans les collectifs d'enfants. Et dans les collectifs d'enfants, la coopération n'est pas spontanée. Dans les collectifs d'enfants, ce qui est spontané, c'est la ségrégation. Ce qui est spontané, c'est la division du travail. C'est-à-dire qu'il y a quelques leaders qui décident, il y en a qui exécutent, et il y a des chômeurs qui font rien parce qu'ils savent rien faire. Ce qui veut dire que trop souvent, aussi bien à l'école que dans le péri ou le parascolaire, on a pris l'objectif pour un état de fait. On a cru que de mettre des enfants ensemble et de leur faire élaborer un projet, c'était en soi une formation citoyenne. En réalité, c'était pas en soi une formation citoyenne. Ça ne l'est que si on met en place une pédagogie de la coopération, que si on valorise chacun, que si on apprend à écouter l'autre et si on donne à chacun les moyens de participer au collectif. Sinon, on assiste à un phénomène que moi j'ai beaucoup étudié dans mon travail universitaire, qui est que dans les collectifs d'enfants, il y a une sorte d'enquistement de chacun dans une sorte de nature prédéterminée. Les élèves ou les enfants qui savent s'exprimer deviennent délégués. Ceux qui sont timides restent timides, et ainsi de suite. Donc on a des institutions censées former à la citoyenneté qui en réalité reproduisent massivement les inégalités. Et en particulier quand on essaye de singer à l'école la démocratie des adultes. Quand on essaye de singer avec des enfants la démocratie des adultes, on reproduit massivement les inégalités. Les inégalités entre enfants, et je vais même aller plus loin, on reproduit massivement les oppressions de classe entre les enfants qui peuvent opprimer les autres parce qu'ils savent parler, décider, concevoir, et ceux qui ne savent pas et qui restent assujettis à leurs camarades. Donc, toute une série d'initiatives là doivent bien être reconstruites et repensées avec une vraie pédagogie de la coopération et non pas en misant sur une sorte de spontanéité coopérative et solidaire qui n'existe jamais. Spontanément, les enfants ne sont pas solidaires et ils ne coopèrent pas. Toutes les observations le montrent. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a une forme de naïveté des initiatives de formation à la citoyenneté qui est une naïveté coupable parce qu'elle ne prend pas les moyens pédagogiques de lutter pour qu'il y ait une égalité réelle des sujets et qu'elles entérinent des postures psychologiques et sociales préexistantes. Et ça vaut pour le scolaire, ça vaut pour l'extrascolaire, ça vaut pour l'éducation populaire. Et ça veut dire que il n'y a pas d'éducation à la citoyenneté sans vigilance extrême sur la question des inégalités. Des inégalités dans l'accès au langage, des inégalités dans l'accès à la décision, des inégalités dans l'accès à la réflexion collective. Et que si on prend pas en compte la question des inégalités dans la formation à la citoyenneté, on se trompe pas, mais on est relativement peu efficace.
Ja, danke. Und Gabriele, du wolltest direkt reagieren. Ouais, j'aimerais juste ajouter que voilà, il n'y a pas d'éducation à la citoyenneté si on n'intègre pas les faits que la citoyenneté, ça s'apprend. On peut apprendre à être citoyen. On peut apprendre à coopérer. On peut apprendre. Il faut apprendre pour pouvoir participer d'un débat public, d'un débat collectif, d'une coopération collective. Ja, eine, okay. Juste une précision. Nous utilisons beaucoup en France, et je ne sais pas du tout ce qu'il en est en Allemagne, il y a beaucoup de conseils municipaux d'enfants. Est-ce qu'il en existe en Allemagne des conseils municipaux d'enfants? À peu près 500, oui. Alors, en allemand, ça s'appelle Jugendparlament. Voilà. Donc nous avons travaillé, j'ai travaillé sur les conseils municipaux d'enfants. C'est bien les conseils municipaux d'enfants, mais ça ne forme qu'un tout petit nombre d'enfants à la citoyenneté. Ça ne forme que ceux qui sont élus par leur père et qui ont la chance de participer. Et on se trompe parfois en imaginant qu'en mettant en place un conseil municipal d'enfants, tous les enfants vont être formés à la citoyenneté. Ja, eine Frage an Herrn Krüger, vielleicht ist das auch ganz interessant. Sind denn Kinder und Jugendliche Bürgerinnen und inwiefern können sie dazu mehr ermutigt werden? Ich meine, wir haben diese verschiedenen Formen von Partizipation, wir haben Kinderrechte und so weiter. Aber wie sehen Sie das? Wie würden Sie gewissermaßen politische Bildung auch im binationalen Kontext oder im europäischen Kontext ausrichten auf diese bürgerschaftliche, an diesen bürgerschaftlichen Aspekt? Sehen Sie da Entwicklungen? Also aus meiner Sicht ganz klar sind Kinder genauso Bürgerinnen und Bürger wie Erwachsene. Sind ihnen nicht alle Rechte zugestanden? Das Wahlrecht erst ab 18 und bei der Europawahl jetzt schon ab 16, bei einigen Landesparlamenten auch. Aber das zeigt ja, dass man ihnen mit 14 zum Beispiel andere Rechte zugesteht, nämlich die Religionsmündigkeit, nämlich die Strafmündigkeit. Politische Teilhaberechte hingegen werden ihnen eher nicht oder nur zögerlich zugestanden. Und begründet wird das meistens damit, dass Kinder noch nicht reif seien, politische Sachverhalte zu verstehen oder nachzuvollziehen. Und das, finde ich, ist ein jämmerliches Argument, weil eine Leistungskontrolle über sozusagen politisches Wissen. Da würden vermutlich Kinder und Jugendliche bei Weitem besser abschneiden als 53-jährige frustrierte Männer, die schon 20 Jahre nicht mehr wählen waren. Und deshalb bin ich an der Stelle sozusagen ganz entschieden, Ausbauen von Teilhaberechten von Kindern und Jugendlichen. Sie haben, also es gibt keine besseren InteressenvertreterInnen als Kinder und Jugendliche für ihre eigenen Interessen. Sie können gerade stehen, sie können auch ausdrücken, was sie für Präferenzen haben. In den Kommunen gibt es in Deutschland mittlerweile ein sehr buntes Treiben von sehr vielen Kinder- und Jugendbeteiligungsinitiativen. Es sind nicht nur Kinder- und Jugendparlamente, sondern es sind auch Kinderbüros, es sind Kindersprechstunden, die die BürgermeisterInnen anbieten. Also sehr viele, sehr gute Erfahrungen. Und ich finde, es gibt sogar noch einige Beispiele von Bundesländern, die einen Schritt weitergehen. Schleswig-Holstein zum Beispiel war das erste Land, was in der Kommunalverfassung zwingend Kinderbeteiligung und Kinderanhörungsszenarien vorgesehen hat, wenn es um Regionalentwicklung oder Planungsfragen ging. Und das macht deutlich, dass Kinder ernst zu nehmen sind. Sie sind Partner in der Gesellschaft, sie sind selber Bürgerinnen und Bürger und sie sind InhaberInnen von Rechten. Und politische Bildung in dem Zusammenhang kann das qualifizieren und unterstützen. Und insofern bin ich leidenschaftlich dafür, hier mehr als bisher zu tun. Gerade was das Binationale betrifft, sollten wir uns auch nicht irgendwie einreden, dass das alles nicht funktioniert. Also ich mache mal ein Beispiel. Gerade bei benachteiligten Jugendlichen sozusagen sind binationale Erfahrungen eigentlich Horizontöffner. Und die Sprachbarriere, die immer als Gegenargument ins Feld geführt wird, die kann ich nur noch bedingt nachvollziehen, weil im Besitz von Smartphones sind sie alle.
Und mittlerweile sind KI-Anwendungen und Übersetzungs-Apps gang und gäbe. Und wir beobachten das in der politischen Bildung bei binationalen Projekten, dass wenn kein Sprachmittler zur Hand ist, dann wird eben über diese digitalen Geräte gearbeitet. Oder es gibt sozusagen ein zweites Beispiel. Vor allem Jugendliche, die im Gaming-Bereich unterwegs sind, die sprechen so ein seltsames Englisch. Und zwar weltweit. Man spielt auf Englisch in den meisten Gaming-Communities. Und die verständigen sich dann natürlich auch im Alltag in dieser Sprache. Das ist ein sehr trashiges Englisch, aber es ist eine Verständigung möglich, weil die Welt stärker zusammengewachsen ist, weil die Digitalisierung Durchlässigkeiten geschaffen hat. Und das sind Chancen für die politische Bildung, die endlich genutzt werden müssen. Und gerade sozusagen die digitalen Kanäle der sozialen Medien sollten nicht nur der Hasspropaganda und der Desinformation vorbehalten werden, sondern sie sollten genutzt werden, um demokratische Werte hochzuhalten, um zu kommunizieren, um die Lebens- und Alltagswelt sichtbar zu machen und daran anknüpfend Lernszenarien zu entwickeln. Dafür gibt es gute Beispiele. Wir haben im Bereich der Games mittlerweile mehrere Angebote, wie zum Beispiel Fake It to Make It gemacht. Da geht es um Desinformation oder Moderate Cattlefish. Das ist ein Spiel, was sich mit Hate Speech-Situationen beschäftigt. Wir haben also anknüpfend an Fernsehsoaps, Köln 50667 auf RTL2, das ist so ein Format, was permanent sehr trashige Alltagserfahrungen von Jugendlichen, jungen Erwachsenen kommuniziert. Da haben wir sogenannte Online-Spin-Offs gestartet, die die Themen Rassismus, Diskriminierungserfahrung, politische Teilhabe verhandeln und die massenhaft Interesse finden. Und das sind niedrigschwellige Angebote politischer Bildung, die man ernst nehmen sollte, die eine Chance haben, die an die Lebens- und Alltagswelt anknüpfen und die Kinder und Jugendliches Leben, Kinder- und Jugendkulturen ernst nehmen. Ich glaube, in der politischen Bildung wird heute zuerst mit Glaubwürdigkeit gezahlt. Das ist die Münze, mit der wir zahlen. Die müssen wir sozusagen wahrnehmen, ernst nehmen und darauf aufbauen. Ja, herzlichen Dank. Herr Merieux. Non, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec mon collègue, parce que je ne pense pas que les enfants soient des citoyens. Je pense que tant que les enfants ne sont pas majeurs, ils ne sont pas des citoyens, ou alors le mot citoyen ne veut rien dire. Les enfants, leur premier droit, c'est celui d'être éduqués. Et moi qui défends beaucoup la Convention internationale des droits de l'enfant, j'observe que le premier droit de l'enfant, c'est d'être éduqué. La Convention internationale des droits de l'enfant dit que l'enfant a le droit d'être entendu. Elle ne dit jamais qu'il a le droit d'être approuvé. Il a le droit d'être entendu par des adultes qui sont des éducateurs et qui décident, parce qu'il ne peut pas le décider tout seul jusqu'à sa majorité, qui décident pour lui d'un certain nombre de choses, qui décident par exemple des disciplines qu'il va apprendre à l'école, qu'il décide qu'il doit à un certain moment découvrir un certain nombre de choses qu'il n'a pas encore découvert, qui décide que, par exemple, il doit s'initier à la vie civique et à la citoyenneté. Et je pense que ça n'est pas rendre service à l'éducation, à la citoyenneté, que de considérer les enfants comme déjà des citoyens. Les considérer comme déjà des citoyens, pour moi, c'est introduire une confusion extrêmement fâcheuse. Des enfants peuvent décider dans un conseil de classe qu'il y en a un qui gêne les autres et qui doit être mis dans le fleuve, comme disait Fernand Henry. L'adulte doit garder son droit de veto, parce que l'adulte a une position tutélaire et qu'il garantit un certain nombre de choses fondamentales jusqu'à ce que l'enfant entre dans sa majorité. Alors évidemment, la majorité est arbitraire, elle est à 18 ans, il ne se passe rien la nuit de ses 18 ans, on ne reçoit pas le Saint-Esprit républicain, mais il faut bien à un moment ou à un autre qu'une société dise qu'un sujet passe d'un état où il n'a pas un pouvoir de décision sur la société à un état où il a un pouvoir de décision. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas de pouvoir de décision. Ça veut dire qu'il a un pouvoir de décision dans le cadre et sur les objets que définissent les adultes pour lui.
Et si je crée des projets avec les enfants, et j'ai le droit et même le devoir d'en créer avec eux, c'est moi, adulte et éducateur, qui choisis les projets qui contribuent à la fois à leur émancipation et à leur solidarité. S'ils décident, comme sa majesté, comme dans Sa Majesté des ces mouches de William Golding, de s'étriper, c'est pas parce que ce sont des enfants qui ont déjà de la maturité que je vais les laisser faire. Donc, je pense qu'il faut éviter des confusions autour de cette notion de citoyenneté. Considérer pour moi les enfants comme des citoyens, en plus, c'est donner, je le dis à mon collègue très simplement, c'est donner à nos adversaires des bâtons pour nous faire battre. Moi, je me suis beaucoup fait attaquer par un certain nombre de réactionnaires au moment de la Déclaration des droits de l'enfant en 1989, parce que j'ai défendu la Déclaration des droits de l'enfant. Je me suis fait attaquer très vigoureusement par des gens qui disaient « l'enfant doit être protégé, il ne peut pas être entendu ». Et moi, je disais « l'enfant doit être protégé parce qu'il est inachevé, mais il doit être entendu parce que tout ce qu'il a à dire doit être pris en compte par les adultes ». Mais ça ne veut pas dire que l'enfant a le pouvoir, ni qu'il a l'autorité. Ça veut dire que c'est l'éducateur, et je considère que le dénivelé entre l'éducateur et l'enfant reste la garantie d'une bonne éducation. Ça peut pas être un peu réactionnaire, ce que je dis là, mais je pense que dire le contraire, c'est s'exposer à beaucoup de confusion et à de sacrés retours de bâton de la part des adversaires des droits de l'enfant. Ja, herzlichen Dank. Eine direkte Reaktion von Herrn Krüger dazu, bitte. Ja, ich würde gerne nochmal als Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, in Deutschland habe ich mich sehr intensiv mit den Kinderrechten beschäftigt. Die UN-Kinderrechte-Konvention und Frankreich und Deutschland gehören zu den Unterzeichnern der UN-Kinderrechte. Sehen vor, dass es eine Gleichberechtigung zwischen Schutzrechten, Teilhaberechten und Bildungsrechten gibt. Und insofern ist die Begrenzung und die Konditionierung und der Eingriff des Staates in diese Teilhaberechte und in die Schutzrechte und auch in die Bildungsrechte hochproblematisch. Und ich glaube, wir sollten sozusagen diese Diskussion der Kinderrechte sogar offensiv weiter voranbringen. In Deutschland gibt es seit Jahren eine Diskussion, die Kinderrechte ins Grundgesetz, also zu einem Verfassungsgut zu machen. Das ist nämlich der nächste schlüssige Schritt der UN-Kinderrechte, sie nicht nur als internationales Recht zu adaptieren, sondern sie in nationales Recht umzusetzen. Deshalb würde ich, lieber Herr Milieu, an der Stelle schon offensiver weitergehen. Wir sind allerdings beide einig, dass man den reaktionären Leuten, die eine Reduzierung auf die Schutzrechte vornehmen, widersprechen muss. Aber das ist echt von vorgestern. Ich glaube, heute sind Kinderrechte und die Kinderrechte-Debatte weiter. Und ich darf Ihnen abschließend vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Als Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks hatte ich mal mit zwei Jugendlichen aus Berlin zu tun, ein 12-Jähriger und ein 17-Jähriger, die vor dem Verfassungsgericht klagen wollten, dass es das Wahlrecht ab 0 Jahren gibt. Das kam leider nicht zu einer Verfassungsnormkontrolluntersuchung, aber es gab eine große Pressekonferenz und die Vertreterin der Bild-Zeitung fragte dann den 12-Jährigen, sag mal, wenn du für das Wahlrecht ab 0 bist, bist du denn dann auch der Meinung, dass ein 5-Jähriger einen Führerschein absolvieren könnte? Und der antwortet dann an, wie aus der Pistole geschossen, na klar, wenn der die Prüfung in Theorie und Praxis besteht. Moi, j'ai des questions. Une question pour les collègues allemands, c'est plus la question de l'école. Donc, je vais... C'est par rapport à l'évaluation. En fait, les documents européens, ils prévoient, ils incitent d'une façon très prescriptive, ils suggèrent que l'éducation à la citoyenneté ou l'éducation aux politiques soit évaluée. Est-ce que vous avez ce type de pratique ici en Allemagne? Parce que en France, c'est pas envisageable. Et, une deuxième question, ça serait pour Madame la Ministre, de savoir, ce que j'ai compris, il y a des projets européens. Donc, comment ça se fait? Est-ce que c'est des projets qui sont dialogués?
Est-ce que ce sont des projets qui sont commandés? Quelle est la part de l'Europe dans ce type de projet? Est-ce qu'il y a un investissement ou c'est juste la question budgétaire, les financements? Also ich würde mal zu der zweiten Frage von Ihnen antworten. Welche Projekte gibt's? Ich hatte das ja vorhin schon versucht, so ein bisschen darzustellen, wie wir die Kinder- und Jugendbeteiligung hier in Sachsen organisieren. Und das, die Projekte, die ich beschrieben habe, die finanzieren wir als Ministerium über unsere Förderrichtlinien. Also es gibt Geldtöpfe und da gibt es mehrere Förderperioden, also mehrmals im Jahr, wo sich dann Initiativen, Kommunen bewerben können, die dann die Beteiligungsprojekte auf den Weg bringen. Und jetzt in der letzten Förderperiode waren 2/3 der Bewerbungen, die sich auf das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung beworben haben, was auch damit zusammenhängt, dass bei uns in der sächsischen Gemeindeordnung die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen also als Sollvorschrift verankert ist. Und als das damals diskutiert wurde, da hatte ich mich damals auch so ein bisschen, also damals war ich noch in der Opposition, habe gedacht, naja, Sollvorschrift ist besser als kann. Aber warum kann man das nicht verpflichtend machen? Jetzt wurde ich nochmal darauf hingewiesen und ich gebe zu, das war mir gar nicht so bewusst. Wenn man das als Pflicht verankern würde, dann könnten wir das als Ministerium finanziell gar nicht fördern. Von daher bin ich da jetzt auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich könnte mir vorstellen, dass das dann nicht so eine qualitativ wertvoll wäre, wenn da jede Kommune für sich selber irgendwas überlegen würde. Aber dadurch, dass wir sozusagen auch das Know-how noch mitliefern, diese Netzwerke, die wir bilden, können wir da, glaube ich, mehr erreichen. Und dadurch, dass es eine Sollvorschrift ist in unserem Gesetz, und das sehen wir ja auch an dem Netzwerk und das sehen wir an der Rückmeldung der Kommunen, findet da definitiv an der Stelle auch was statt. Und das, was wir länderübergreifend machen, also sprich mit Tschechien und Polen oder auch mit Frankreich zusammen, da gibt es unterschiedliche Finanzierungstöpfe. Also entweder zahlen wir das tatsächlich oder auch in Zusammenarbeit mit den Jugendwerken. Wir werden jetzt in naher Zukunft im April in Italien eine große Jugendkonferenz durchführen in Ventotene, also so eine Insel, die Rom vorgelagert ist. Und dort werden wir Jugendliche aus unseren ganzen Partnerregionen einladen, also auch aus Okzitanien, aus Andalusien, aus Flandern, aus Niederschlesien, also in Polen und die Regionen, die an der tschechisch-sächsischen Grenze sind, um dort auch die Themen Europa und Weiterentwicklung Europas zu diskutieren. Und das zahlen wir tatsächlich und laden, also wir hoffen, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geld von den anderen Ländern bekommen, aber momentan finanzieren wir das selber. Also Sie sehen schon, dass uns das einfach ein Anliegen ist und deswegen wir tatsächlich dann auch das Geld in die Hand nehmen und dann auch die Hand in die Region strecken, in der Hoffnung, dass uns dann auch mal eine Hand entgegengestreckt wird. Das finde ich sehr interessant, was Sie sagen. Also, und die Frage ist natürlich, wie kann man das wirklich bewerkstelligen, da eine anspruchsvolle europäische oder sagen wir mal binationale politische Bildung auf den Weg zu bringen bei solchen Events? Ich glaube, auch da ist es immer wichtig, dass man noch die entsprechenden Partner hat. Wir machen das mit den jungen europäischen Föderalistinnen zusammen und mit der Europa-Union, die natürlich in diesem ganzen Bereich auch große Erfahrungen haben. Also da wird auch eine Delegation der JEF, also der jungen europäischen Föderalistinnen, dabei sein. Und deswegen denke und hoffe ich, dass es dadurch an der Stelle auch sichergestellt ist. Aber wie gesagt, Schatz ja vorhin schon gesagt, wir haben in unserem Ministerium Demokratie, Europa, Gleichstellung, Justiz und in der Europa-Abteilung, die natürlich das Ganze organisieren. Aber dadurch, dass wir auch die Leute dabei haben, die sich um das ganze Thema Kinder- und Jugendbeteiligung damit beschäftigen und hier auch die verschiedenen AkteurInnen im Land auch kennen, gibt es da natürlich auch eine Zusammenarbeit zwischen denen, die Europaarbeit machen und denen, die Kinder- und Jugendbeteiligung oder überhaupt Demokratiearbeit machen. Und von daher funktioniert das meines Erachtens an der Stelle ganz gut. Und was uns auch, Tobias Bütow hat auf das Projekt vorhin hingewiesen, Diversität und Partizipation, wo wir jetzt schon ein paar Jahre ganz gute Erfahrungen haben. Was wir auch gemacht haben, ist,
wie können junge Menschen Europa am besten erleben, indem sie unterwegs sind, indem sie es selber erfahren und im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Und die Europäische Kommission hat ja jetzt schon über ein paar Jahre hinweg so Interrail-Tickets verlost. Und es gibt auch in, ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, in der Bundesrepublik, in den Bundesländern gibt es auch ein paar, die sich da auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir wollen auch Interrail-Tickets verlosen. Und wir fanden das auch eine großartige Idee. Und wir sind aber tatsächlich das einzige Bundesland, was nicht nur die Tickets verlost, was gut ist, sondern bei uns kriegen die auch noch ein bisschen Taschengeld. Auch das ist nett. Aber uns geht es eben auch darum, da auch nochmal politische Bildung mit zu vermitteln. Es wird also, bevor die losfahren, gibt es nochmal ein Zusammentreffen. Da arbeiten wir auch mit Europa direkt mit dem Europahaus hier in Leipzig zusammen, mit unserer Landeszentrale für politische Bildung, haben dort auch Leute in die Vermittlung mit eingebunden, die zum Beispiel Lehramt studieren, um so eben auch ein bisschen Institutionenlehre, aber auch was bedeutet Europa, was bedeuten die europäischen Werte, aber auch wie funktioniert eigentlich so ein Interrail-Ticket, gibt es irgendwie Tipps und Tricks, also das so ein bisschen auch ein bisschen spielerisch. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, aber wie gesagt, das, soweit ich weiß, sind wir das einzige Bundesland, was so einen Ansatz pflegt und so begreifen wir insgesamt auch als Ministerium unsere Arbeit, eben halt nicht nur Geld den Trägern zu geben, sondern eben auch Bildung mit an die Hand zu geben, Netzwerke zu spannen und die Netzwerke aufzubauen, auch dass dadurch eben auch ein Kennenlernen und ein gegenseitiges Voneinanderlernen stattfinden kann. Ja, Herr Krüger, vielleicht nochmal. Sie sagten ja, Glaubwürdigkeit ist so ganz wichtig. Wie kann man bei so einem Event auf einer Insel vor Rom sowas herstellen? Wie meinen Sie, wie geht sowas? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass Glaubwürdigkeit über Repräsentation funktioniert. Und Kinder und Jugendliche wollen sich repräsentiert sehen. Das heißt, dass sie irgendwie beteiligt werden an diesen Veranstaltungen und an diesen Angeboten. Und zum Zweiten, dass Bezugspersonen dabei sind, die pars pro toto stehen, die mit denen sie sich identifizieren. Das können Musiker, Sportler, aber auch Influencer sein, die sie im Netz verfolgen. Wenn Sie sich genau die Strukturen in den sozialen Medien angucken, spielt dieser Faktor der Bezugsperson, die Inhalte transportiert, die Haltung transportiert, die Werte transportiert, für die Meinungsbildung, für die politische Meinungsbildung von Kindern und Jugendlichen eine sehr starke Rolle. Wir haben ein Projekt zum Thema Salafismus in Deutschland durchgeführt und dort mit einer Beauty-Bloggerin zusammengearbeitet, die auf ihrem Kanal Seife und Haarspray und sowas anpreist. Das ist eine junge Muslima aus Offenbach gewesen, Hatice ist 21 Jahre zum damaligen Zeitpunkt gewesen und war die Göttin für ihre Community. Und wir haben sozusagen über diese Community das Thema platzieren können und mit Pädagogen, mit Islamwissenschaftlerinnen von der Uni Frankfurt einen Bildungsprozess begleitet, der deutlich gemacht hat, dass eigentlich die Verständigung des Islam immer eine oder sozusagen die Interpretation des Islam immer eine der Mehrdeutigkeit, der Vieldeutigkeit ist. Und der Salafismus darin besteht, das zu reduzieren auf eine totalitäre Position. Und dieser Lerneffekt, vermittelt durch eine Person, die hohe Glaubwürdigkeit hat, die geliebt wird von ihrer Community, kann dazu beitragen, diesen, ja, sagen wir mal, autoritativen Versuchen, diesen Versuchen von ideologischer Einflussnahme, von Desinformation zu widerstehen und Glaubwürdigkeit herzustellen. Ich glaube, Glaubwürdigkeit hat sehr viel mit Repräsentation durch solche Personen zu tun. Danke, Herr Bütow, Sie hatten sich dazu gemeldet. Ja, in der Verlängerung dessen, was Katja Mayer schon sagte und Thomas Krüger ergänzte, würde ich gerne von einer Begegnung erzählen, die wir im letzten Jahr organisieren durften anlässlich unseres 60. Geburtstages. Das war auch, wie Sie sagen, ein Event. Es war ein deutsch-französisch-ukrainisches Zukunftscamp, das wir in Berlin organisieren konnten. Da haben 60 junge Menschen aus Deutschland, aus Frankreich und junge Geflüchtete, die aus der Ukraine
kommend in Deutschland und Frankreich Zuflucht gefunden haben, gemeinsam gezeltet, gemeinsam Bundespräsident Steinmeier zum Abendessen getroffen, aber vor allen Dingen sich gemeinsam kennengelernt. Und das ist, glaube ich, auch bei dieser Art von Veranstaltungen, sei es in Ventutene in Berlin mit dem Zukunftscamp oder das, was Thomas Krüger gerade angesprochen hat, die Akteurinnen und Akteure haben eine unglaubliche, sage ich mal, pädagogische Bedeutung für jede Jugendbegegnung. Und das Band hier, das ich zum Beispiel heute trage, blau-gelb in den Farben der Ukraine, kommt von Anastasia, Mitte 20, die ich letzte Woche in Berlin kennengelernt habe. Also da entstehen auch zwischen Institutionen und in dem Fall ist eine Künstlerinnen-Community aus der Ukraine, die in Berlin ist, die uns auch als Institution inspirieren. Und vielleicht nochmal der wichtigste Punkt auch zu dieser Art von Veranstaltungsformat. Diese Veranstaltungsformate kommunizieren auch in die Trägerlandschaft. Sie inspirieren, sie setzen Themen, sie machen Mut. Denn es ist nicht einfach, in Jugendaustauscharbeit beispielsweise Geflüchtete aus der Ukraine oder aus Syrien zu integrieren. Aber das müssen wir machen, denn auch das ist in diesem Sinne politische Bildungsarbeit, weil es auch hier um interkulturelle Kompetenzvermittlung geht, in einem Europa, in einer schwindlig machenden Welt, die auch in Europa von Krieg gezeichnet ist. Danke. Ja, Frau Mütter, Sie hatten sich dazu auch gemeldet. Bitte. Ja, ich nehme mal das auf, was meine Vorredner gesagt haben. Also das Stichwort, wir müssen auch andere Träger reinbekommen und auch Zugang zu Zielgruppen finden, wie zum Beispiel zu jungen Geflüchteten. Ich glaube, das Thema, also die Beziehungsarbeit zwischen den Fachkräften, der Jugendarbeit oder den Lehrer und Lehrerinnen, ja, die mit diesen jungen Menschen arbeiten, ist, glaube ich, entscheidend. Einerseits, um Ängste abzunehmen, aber auch entscheidend, um den Beteiligungsprozess von Anfang an auch mitzudenken. Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass, wenn es um das Thema politische Bildung geht oder auch um das Thema deutsch-französischen Jugendaustausch, ganz oft der Zugang, also die Fachkräfte eigentlich diejenigen sind, die den Zugang erschweren, weil sie das quasi gar nicht als, ja, als Thema für sich identifizieren. Ich sage mal ganz klassisch im Schulkontext, oft wird gedacht, dass nur Französischlehrerinnen für einen deutsch-französischen Austausch verantwortlich sind. Das ist natürlich Quatsch. Also wir arbeiten mit allen möglichen Lehrkräften und Fachkräften zusammen. Das liegt nicht daran allein an der Sprache, sondern wenn es um das Thema Geflüchtete geht, können das genauso gut auch Deutschlehrer oder andere Lehrkräfte sein. Also das Thema ist nicht mit der Sprache verbunden und auch, ich sag mal, im Kontext der Jugendarbeit. Oft wird so gedacht, ja, politische Bildung, ja, das ist aber nichts für unsere Zielgruppen, ne? Also das Thema, dass politische Bildung niedrigschwellig und politische Bildung auch niedrigschwellig im deutsch-französischen Jugendaustausch stattfinden kann, ist quasi etwas, was auch Fachkräfte auf dem Schirm haben müssen. Wir denken, dass es oft, also dass das Thema politische Bildung eigentlich schon in der Ausbildung und Qualifizierung der Fachkräfte ansetzen müsste, also sei es in den Studiengängen der sozialen Arbeit, sei es in der Ausbildung in Frankreich, Frankreich ist die Ausbildung ja in der Jugendarbeit mehr in der beruflichen Bildung verortet. Also das heißt, dass politische Bildung und auch internationale Jugendarbeit ein Teil von Jugendarbeit ist, muss eigentlich mehr schon in der Grundausbildung der entsprechenden Fachkräfte auch vermittelt werden. Ja, Herr Mayeux, Sie hatten sich dazu gemeldet, bitte. Oui, moi ce qui m'intéresse particulièrement dans ce que vous dites, dans ces échanges internationaux, c'est quel est l'apprentissage qui s'effectue. Et je crois que le véritable apprentissage qui est intéressant, ce qui est important, c'est que des jeunes découvrent que le droit à la différence n'est pas exclusif du droit à la ressemblance. Parce que c'est ça un des enjeux de nos collectivités aujourd'hui, la lutte contre ce qu'on appelle le communautarisme, c'est un peu ça. C'est qu'ils découvrent que des êtres peuvent être différents, qu'ils ont une langue différente, une culture différente, des manières très différentes de voir le monde, et que pourtant ils font partie, comme disait Montaigne, de l'humaine condition. Et je trouve que au cœur de ce qu'on a appelé la citoyenneté, il y a au fond peut-être simplement ça, cette découverte que l'altérité n'est pas l'étrangeté complète. Voilà. Et ça peut exister entre des jeunes de plusieurs pays,
Nous, au CEMEA en France, on fait une opération entre les jeunes des deux rives de la Méditerranée. C'est une opération qui s'appelle Jeunes des deux rives et où il y a des enrichissements considérables et des regards nouveaux qui se font. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que les jeunes français marseillais qui participaient à l'opération Jeunes des deux rives, ensuite, ils regardaient autrement les jeunes immigrés de Marseille, mais ils regardaient aussi autrement les personnes âgées. C'est-à-dire que la découverte de l'altérité, c'est la découverte qu'on peut vivre et échanger avec d'autres que ceux qui nous ressemblent et que ceux qui sont exactement comme nous. Et je pense que ça, c'est le cœur du politique. C'est la possibilité de... C'est la découverte qu'on peut faire société avec des gens qui... sont différents de nous, qui pensent autrement que nous, mais que ça ne nous empêche pas de fabriquer du commun. Et pour moi, cette capacité à fabriquer du commun en dépit de nos différences, de nos histoires différentes, etc., chaque fois qu'on la met en œuvre, on fait de la formation à la citoyenneté. Et à cet égard, je trouve que nous faisons trop peu en France quelque chose dont pourtant toutes les enquêtes montrent que c'est fabuleusement utile en termes d'intégration, en termes de formation de la personne, c'est de l'intergénérationnel. C'est de faire travailler ensemble des adolescents et des personnes âgées. Moi, j'ai mené une expérience qui s'est beaucoup développée depuis, où des adolescents en grande difficulté et en échec scolaire apprennent l'informatique à des personnes dans des maisons de retraite, à des personnes âgées dans des maisons de retraite. Et je pense que ça, c'est fabriquer aussi de la citoyenneté, parce que c'est permettre que des échanges s'organisent entre des gens qui sont radicalement différents et qui s'ignorent et qui vont se rencontrer. Et chaque fois qu'on peut faire cela, on fait société. Et je crois que c'est toujours intéressant de regarder ce critère-là, c'est-à-dire qu'est-ce que des gens différents arrivent à faire ensemble et en quoi ça change le regard sur l'altérité et sur la différence. Et là, on est pour moi vraiment au cœur du politique au sens d'Aristote, quoi. C'est-à-dire au sens vrai du terme. Il me semble que c'est un enjeu fondamental. Danke, ja, es gibt eine Frage aus dem digitalen Publikum, glaube ich. Mein Name ist Naomi Kaufmann, ich komme von der Stiftung Jens Hagen und ich hatte eine Frage. Es war hier mehrfach von der Suche nach neuen Formaten die Rede, um Jugendliche adressatengerecht erreichen zu können. Und viel wurde dabei über digitale Medien gesprochen. Aber welche Rolle können dabei Instrumente der kulturellen Bildung in beiden Ländern dabei spielen? Herr Krüger, bitte. Vielen Dank für die Frage, Frau Kaufmann. Der Punkt der kulturellen Bildung ist mir persönlich ja leidenschaftlich ein Herzensanliegen, weil ich glaube, dass kulturelle Bildung als Persönlichkeitsbildung sehr große Überschneidungsflächen mit politischer Bildung hat, aber nochmal sozusagen die Dimension des Ästhetischen, des auch Visionären und Utopischen ganz anders ins Spiel bringt, als das in der politischen Bildung möglich ist. Die Frage auch von Empathie und Emotionen, die in der politischen Bildung oft nur sehr schwer herzustellen ist und die sich sozusagen dem Aufklärungsdogma sozusagen unterwirft, ist in der kulturellen Bildung so nicht gegeben. Und ich finde, das ist eine große Chance, gerade mit Jugendlichen und mit Kindern dieses Feld zu betreten, um eben ja, andere Formen von persönlicher Erfahrung zu machen, vor allem Wirksamkeitserfahrung zu machen, die mit der eigenen Rolle oder dem Rollentausch zu tun haben. Das spielt auch in der politischen Bildung nun mehr und mehr eine Rolle, dass man Planspiele und sozusagen auch Instrumente und Methoden der kulturellen Bildung anwendet. Ich finde deshalb, dass politische Bildung nicht als Container, also in einem Container so als eine Art Institutionenkunde oder als Wertevermittlung allein verstanden wird, sondern dass politische Bildung eigentlich in seiner Interdisziplinarität stärker ins Spiel kommen muss. Und da spielt die Überschneidung zu kultureller Bildung eine sehr große Rolle. Übrigens auch die
die Synergien zu sozialer Arbeit. Wir haben hervorragende Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren mit einem Verstärkernetzwerk, wo wir Multiplikatoren und Fachkräfte der sozialen Arbeit mit Vertretern der politischen Bildung vernetzt haben, weil politische Bildung natürlich auch in der sozialen Arbeit täglich vorkommt, aber eben man nicht sozusagen politische Bildung als Containerveranstaltung aufruft, sondern eben gemeinsam und verflochten mit sozialer Arbeit. Und ähnliches ist bei der kulturellen Bildung. Deshalb mein Plädoyer, in dem Bereich viel mehr zu experimentieren und politische Bildung breiter zu verstehen und breiter aufzustellen, als das früher noch der Fall war. Wenn ja, ich da, wenn ich bitte? Da tatsächlich kurz einhaken darf, weil ich würde das absolut unterstreichen, Herr Krüger, was Sie da jetzt auch angesprochen haben. Und ich bin auch ein ganz großer Fan von kultureller Bildung. Und wir haben jetzt auch schon bei uns hier in Sachsen oder wir als Ministerium auch in dem Bereich kulturelle Bildung Europa an der Stelle auch zusammengebracht. Wir haben gemeinsam mit der Zentralbibliothek in Dresden ein großartiges Projekt auf den Weg gebracht, jetzt schon über 2 Jahre, nämlich im Jahr 2022 haben wir Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen, sich künstlerisch mit dem Thema Europa auseinanderzusetzen und Bilder zu malen, Collagen zu machen. Und das waren wirklich großartige Bilder. Und das war das Jahr, wir wissen es alle, wo der Ukraine-Krieg seinen Anfang genommen hat, der furchtbare Angriffskrieg. Und dann auch zu sehen, wie die künstlerische Auseinandersetzung der Kinder und Jugendlichen mit dem Thema Krieg und Frieden, also das hat mich wirklich tief beeindruckt. Und jetzt im vergangenen Jahr haben wir darauf wieder aufgesetzt. Und da ging es darum, sich auch textlich mit Europa auseinanderzusetzen. Und da wollten wir aber auch die Jugendlichen nicht alleine lassen, sondern wir haben dann Autorinnen, Autoren in die Schulen oder in die Schulklassen sind die gegangen, haben mit denen Workshops gemacht zum kreativen Schreiben, zum Auseinandersetzen. Und das sind auch so großartige Texte entstanden und auch aus den verschiedensten Sujets, also von Theaterstücken bis hin zu Haikus, Kurzgeschichten, Gedichte natürlich und da waren unter anderem tatsächlich auch Jugendliche aus der Ukraine, die ja hier auch in den Schulen sind, mit dabei, die auch wirklich Texte geschrieben haben. Also ich durfte dann in der Jury dabei sein und also ich musste da, also da hab, musste ich tatsächlich, es hat mich sehr angerührt und ich habe da auch durchaus die eine oder andere Träne da vergossen, weil mich das wirklich wirklich ergriffen hat und haben das dann natürlich auch, und das war dann auch, ne, im Sinne von Wertschätzung, haben die dann natürlich auch alle eingeladen und die Texte haben wir dann mit, wir haben in Dresden das Theater Junge Generation und dann haben SchauspielerInnen quasi die Texte auch vorgetragen und dann die Jugendlichen zu sehen, wie ihre Texte quasi durch Schauspieler vorgetragen werden, das war dann sozusagen auch nochmal so ein Highlight und das war wirklich großartig, das zu sehen und das wollen wir jetzt dieses Jahr vielleicht auch versuchen, das auch zu verbinden mit Kunst oder mit bildender Kunst und Text, so einen Comic-Workshop machen, also da gibt es ja x Ideen, was man da auf den Weg bringen kann, aber das ist auch ein Thema, dem wir uns hier angenommen haben und wo wir großartige nicht Erfolge, also doch auch Erfolge, aber wo wir auch wirklich von Schulklassen an Elite-Gymnasium, haben wir auch in Sachsen, bis hin wirklich zur Oberschule und wo dann auch nochmal für die Lehrer so ein Aha-Effekt war. Da war so eine Schulklasse, wo so Jungs sind, die ganze Zeit Fußball spielen und die so, naja, ob sie die erreichen. Und die haben dann am Ende auch einen Preis gekriegt, weil die richtig, richtig cool dann auch Texte verfasst haben und da auch so ein bei den Lehrerinnen und Lehrern dann auch gesehen haben, ah, okay, das sind nicht nur die Jungs, die irgendwie gut Fußball spielen können, sondern die haben auch nochmal einen ganz anderen Zugang auch zu dem Thema Europa gefunden und war, glaube ich, dann auch für beide Seiten eine totale Bereicherung. Ja, auch eine Frage nochmal an die beiden französischen Kolleginnen. Also es geht ja auch darum, wie kann man eigentlich so Schwerpunkte, die es in Frankreich gibt, mit den Institutionen auch der republikanischen Bildung verbinden mit so Erlebnis oder kultureller Bildung. Wir haben es hier schon gehört, dass gewissermaßen politische Bildung nicht so separat betrachtet werden sollen. Wie sehen Sie das eigentlich in Frankreich? Oui, moi, je suis très, très, très attentif et très intéressé à tout ce qui concerne le domaine de l'art.
et de l'expression artistique, parce que je trouve que c'est un excellent moyen de la capacité à fabriquer du commun. Parce que l'art, c'est ce qui nous réunit en dépit aussi de nos différences. Mais je reste convaincu que, aussi bien si on prend le cas de l'éducation civique à l'école, que si on prend le cas de l'éducation artistique dans la cité, que la formation à la citoyenneté ne s'ajoute au reste efficacement que si en même temps elle structure le tout. Je dis ne s'ajoute au reste efficacement que si en même temps elle structure le tout. C'est-à-dire que si les valeurs que l'on met en place dans l'heure d'éducation civique, dans l'expression artistique, dans ces éléments un peu ponctuels que l'on va faire exister, en même temps, on s'efforce de les faire exister dans la structure même de l'institution. Et si cette institution elle-même est porteuse de cette cohérence dont on parlait tout à l'heure, en termes d'écoute, en termes d'échange, en termes de coopération, en termes de respect des personnes, etc., etc. Sinon, on a très facilement ce danger qu'en France nous connaissons très très bien, qui consiste à se décharger de quelque chose sur des spécialistes et à considérer que puisqu'il y a une heure d'éducation civique, puisqu'il y a des gens qui font quelque part un atelier ici, nous autres qui faisons de l'éducation ordinaire, nous ne sommes pas concernés, la citoyenneté, c'est eux. Je pense que tant qu'on se déchargera de la formation à la citoyenneté sur des spécialistes de la citoyenneté, il n'y aura pas de citoyenneté. Merci. Juste pour ajouter la question de l'expérience des enfants, que ça soit culturelle, que ça soit citoyenne, c'est une expérience qui doit être reconnue également, donc par des projets artistiques, par différents projets scientifiques, quand on parlait de recherches, né, de la recherche de la vérité ou de l'expérimentation, l'expérimentation de la démocratie, de la citoyenneté, si on s'inspire sur la pédagogie de l'expérimentation des Dewey. Et en fait, ce qui me fait penser que des ressources, il y en a. Il y a des ressources, il y a des idées, il y a de la créativité, mais penser que les personnes qui sont au front, les personnes qui sont soit les enseignants, soit des éducateurs, il me semble que dans les cadres de projets dont vous avez présenté, ces projets, ils sont très structurés, très cadrés, vous avez du temps, il y a de la possibilité, des ressources humaines, des ressources financières pour les faire. Mais quand on pense à l'école, bon, c'est plutôt l'établissement scolaire, c'est plutôt là où je m'intéresse. Quelles sont les ressources des enseignants? Pour les enseignants, il y en a soit de la possibilité de monter des projets interdisciplinaires, soit de la possibilité de constituer un projet de l'établissement. Mais c'est qu'on a, comme on a dit Anne-Claire tout à l'heure, il s'agit des enseignants qui sont volontaristes. Donc, il y a, au moins en France, il y a une difficulté, c'est qu'il y a peut-être un lien avec Philippe, on sait que Philippe Mérieux disait tout à l'heure, c'est que il n'y a pas un espace dédié où c'est pas tout à fait valorisé en tant qu'enseignement. Et donc, des enseignants qui sont volontaristes, qui arrivent à dégager de l'énergie et du temps pour investir dans cette éducation à la citoyenneté, ils sont très peu. Donc, faut penser à ça aussi. Ils pourraient investir plus, mais pourquoi ils sont dans la difficulté de les faire? Je pense que c'est une question structurelle aussi de l'éducation. Bon, je parle de la France, mais de l'éducation nationale,
pour penser cette éducation à la citoyenneté. En France, ils sont très peu dans l'enseignement secondaire, mais je rectifierai un petit peu, ils sont pas très peu dans l'enseignement primaire. C'est-à-dire que l'enseignement secondaire bénéficie d'un découpage en disciplines, et ce découpage en disciplines ne rend pas facile, ou pas si facile en tout cas, le fait de porter un projet transversal comme celui de la citoyenneté. Ça le rend plus difficile parce qu'il faut une équipe, parce qu'ils font un travail en commun, alors que dans l'enseignement primaire, nous avons des maîtres uniques qui travaillent avec leur classe toute l'année et qui souvent font un très gros travail, grâce en grande partie au programme élaboré par Pierre Kahn, qui font un très gros travail sur la citoyenneté. Ja, auch in Deutschland ist politische Bildung eine Querschnittsaufgabe in allen Schulfächern. Ist natürlich so, dass die Schulfächer sowieso schon genug zu tun haben und die 13 bis 14 Querschnittsaufgaben, die es da gibt, in der Regel dann vergessen. Aber die Sache ist nochmal eine Frage auch an Herrn Krüger. Also europäische Bürgerschaft, welche Rolle könnte das spielen in auch so binationalen Treffen? Also ich glaube, das ist eines der großen Bildungsziele politischer Bildung, so etwas wie europäische Bürgerschaft zum Thema zu machen. Und natürlich spielt das in binationalen, aber auch in nationalen oder in multinationalen Projekten eine ganz entscheidende Rolle. Europäische Bürgerschaft heißt eben sozusagen die Kontexte, in denen man selber in den nationalen Containern unterwegs ist, zu korrelieren und in den Kontext zu den Bürgerschaften anderer Länder zu stellen, um eine gemeinsame Bürgerschaft anzustreben. Und wir versuchen das in der politischen Bildungsarbeit ja in verschiedenen Kontexten. Wir haben ein europäisches Bildungsnetzwerk NISI an den Start gebracht, was aus allen europäischen Ländern und auch aus Mittel- und Osteuropa, die noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind, gemeinsame Projekte zu generieren. Wir haben eine große Plattform, eine Wissensplattform eurotopics.net, die auf Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Türkisch Fragen der europäischen Debatten tagtäglich behandelt. Und wir haben sogenannte Peer-Netzwerke von Jugendlichen, die international arbeiten, die einen europäischen Geschichtskongress organisiert haben, um eben zivilgesellschaftliche Initiativen einander vorzustellen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich glaube, europäische Bürgerschaft heißt immer geteilte Bürgerschaft. Und als geteilte Bürgerschaft ist es wichtig, sozusagen den Horizont, die Differenz, das andere als Teil des eigenen relevant werden zu lassen. Und ich glaube, dass politische Bildung gut daran tut, hier mehr zu investieren. Wir haben, um das Beispiel der politischen, der kulturellen Bildung nochmal aufzugreifen, ja mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk eine Tagung gehabt, wo wir ausgetauscht haben, wie unsere Strategien politischer und kultureller Bildung eigentlich aussehen. Das sind sehr interessante Impulse gewesen und dabei stellt man übrigens fest, dass Deutschland sehr viel von den Modellen kultureller Bildung in Frankreich lernen kann. Wir haben schon vor 15 Jahren das Buch von Alain Bergalat zur Filmbildung publiziert auf Deutsch, um eben dieses wichtige Feld kultureller Bildung, nämlich Film, und zwar nicht nur von den Themen her, sondern auch von der Machart, von den Gewerken her zu etablieren. Und daraus ist eine eigene Institution, nämlich Vision Kino, entstanden, die gemeinsam mit der Bundeszentrale bundesweit Filmschulwochen organisiert und Filmbildung als Teil der außerschulischen und schulischen Bildung relevant werden lässt. Das sind wichtige Impulse, die wir da aus Frankreich haben mitnehmen können und auch wie in Avignon das große Festival organisiert ist, wie viel Beteiligung durch die Organisation CMEA sozusagen von Schulen in Frankreich sozusagen in dieser Festivalzeit passiert. Also da kann sich Deutschland echt eine Scheibe abschneiden davon. Bei uns spielen solche großen Festivals meistens eine sehr wesentliche Rolle sozusagen im Kontext des kulturellen Lebens, der kulturellen Elfenbeintürme,
aber es öffnet sich viel zu wenig in den Bildungssektor und in die Gesellschaft hinein. Und ich finde, die Impulse aus Frankreich kann man hervorragend aufnehmen in Deutschland. Wir haben jedenfalls bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Funktioniert alles. Und das ist ein gutes Beispiel, dass man gerade in Europa in dem Bereich der politischen Bildung und ihrer verwandten Disziplinen sehr viel voneinander lernen, sehr viel miteinander partizipieren kann. Ja, ich denke auch, dass wenn wir die Schulklassen da hier begleiten, auch die französischen Schulklassen in Deutschland, sehen wir, dass da nicht nur Lehrer kommen, sondern auch Animateure, die da Lernprozesse unterstützen. Und das ist natürlich auch für Schulen, die bei uns auch sehr unterbesetzt sind, doch eine tolle Erfahrung, wenn man trotzdem da sieht, da sind mehrere Personen, die sich um eine Schulklasse kümmern können. Und das ist auch nicht nur, wenn die Klasse unterwegs ist, so. Gut, dann fassen wir so ein bisschen zusammen. Also wir haben jetzt einen ganzen Tag hier zwei Podiumsdiskussionen gehabt. Was nehmen Sie mit? Was ist für Sie wichtig? Und wie sehen Sie eigentlich so die Zukunft der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Bereich politische Bildung? Gabriela. Facile. Je pense que c'est des projets comme ceux qui ont été présentés, l'échange, les dialogues, c'est des projets de recherche aussi, comme ce que nous avons fait. C'est aussi la possibilité d'aller des chercheurs qui peuvent aller discuter avec les enfants, pouvoir donner la voix aux enfants. Dans des projets scientifiques, je pense que c'est quelque chose de très important. Encore une fois, la question de valoriser l'expérience des diversités, de prendre la diversité comme un fait social total, selon Mauss, cette diversité comme partie intégrante des sociétés modernes qui ne peut pas ignorer. C'est fait, en fait. Donc, pour moi, c'est ça les trois axes, c'est les dialogues, la valorisation de l'expérience et la reconnaissance de la diversité. Merci. Oui, j'ajouterai pas grand-chose. Je crois qu'on a tout intérêt à échanger nos expériences parce qu'elles sont riches et intéressantes, échanger nos travaux de recherche. Et moi, j'ai un focus à mettre parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure des inégalités. Qu'est-ce que nous faisons chacun de notre côté pour lutter contre cette fracture qui se creuse entre ceux et celles qui s'engagent dans des activités, dans des mouvements, dans toute une vie citoyenne, et on en a parlé, et puis ceux et celles qui sont laissés de côté, ceux qui sont à l'écart et qu'il faut aller chercher. Comment on va chercher ceux qui ne viennent pas spontanément dans nos activités de formation à la citoyenneté? Ça me paraît une question majeure. Ja, ich kann mich da auch den Vorrednerinnen nur anschließen, was die weitere Förderung des Dialogs angeht und des gegenseitigen Voneinanderlernens. Also ich habe zum Beispiel heute gelernt, dass Frankreich im Bereich der kulturellen Bildung offensichtlich Deutschland einiges voraus ist und da auch nochmal, weil uns und mir das auch ein wichtiges Anliegen ist, da auch nochmal zu schauen, was können wir auch vielleicht in unsere Arbeit damit einbeziehen. Das finde ich absolut wertvoll. Aber auch anzuerkennen, dass man das eben nicht alleine schafft, sondern dass wir für diese Dinge auch gerade in der politischen Bildung, in der kulturellen Bildung auch starke Partner braucht. Und dass Politik alleine das nicht machen kann, sondern dass man eine starke Zivilgesellschaft hier an der Seite braucht und aber auch die starke Zivilgesellschaft eine gute Unterstützung und auch finanzielle Unterstützung sozusagen des Landes, des Staates hier benötigt. Und ich glaube, mit den Jugendwerken, die wir hier in Deutschland, die wir in Frankreich haben, das sind an der Stelle starke Partner, aber auch da noch eine weitere Öffnung mit anderen Playern auf diesem Feld. Ich glaube, das ist lohnenswert, da auch weiter in die Debatte und in das Netzwerken zu gehen.
drei Schlagworte à la Française. Die Zukunft der politischen Bildungsarbeit muss natürlich vernetzt aussehen. Das ist ganz klar. Das ist für mich auch so ein Fazit des heutigen Tages. Wir kommen alle aus verschiedenen Sektoren, sei es Wissenschaft, sei es Politik, sei es Verwaltung, sei es Pädagogik. Und nur gemeinsam können wir einfach diese Innovationskräfte auch freisetzen, die wir als auch vielleicht da Netzwerke des Vertrauens in dieser, ich sag's nochmal, schwindlig machenden Welt untereinander brauchen, um auch Vertrauen zu den eigenen Methoden immer wieder neu zu entwickeln, die wir ja auch nach draußen immer wieder verteidigen müssen, begründen müssen und adressatenorientiert auch präsentieren. Zweitens inklusiv. Das ist für mich jetzt auch ein Fazit unserer Diskussion jetzt hier eben heute Abend. Und drittens europäisch und da vielleicht auch nochmal ein Blick auf den Austausch. Austausch muss ein Angebot sein für jeden jungen Menschen. Und das geht dann natürlich auch über Gesetze letztlich. Wir haben in Deutschland keine Pflicht, aber Klassenfahrten sind eine Selbstverständlichkeit in jedem Schultyp, den wir in Deutschland haben, auch in Frankreich. Und es ist sicherlich notwendig, dass wir in ein paar Jahren da sind, dass es in jeder Landesverfassung einen Satz gibt, der lautet, es soll ein Austausch pro Schule für jeden Schülerinnen und jeden Schüler geben. Und dann sind wir, denke ich, auch in diesem vernetzten Ansatz interkulturelle Kompetenzvermittlung, politische Bildungsarbeit einen großen Schritt weitergekommen. Aber da ist noch viel Arbeit, bis wir dahin kommen. Herr Krüger, vielleicht ganz kurz. Als Kultusministerium. Herr Krüger. Ja, also ich glaube sozusagen nochmal den Kontext oder die Situation, in der sich Europa befindet, sollten wir uns in Erinnerung rufen. Europa ist unter Stress zurzeit und Europa braucht deshalb Investitionen in die Bildung der nächsten Generation, um Zukunft zu gewinnen. Und ich glaube, da ist wichtig, ein Verständnis von politischer Bildung zu protegieren, das eben allen Menschen in der Gesellschaft zusteht und nicht nur privilegierten Gruppen. Insofern ist es die Mühe der Profession wert, auch sozusagen für diejenigen, die benachteiligt sind in der Gesellschaft, die in ungleichen Situationen unterwegs sind, die das Vertrauen in die Politik verloren haben, ihnen Angebote politischer Bildung zu unterbreiten, die glaubwürdig sind, die sie voranbringen, die sie ermutigt zu intervenieren und vielleicht zu Fackelträgern Europas zu werden. Ja, Frau Mütter. Ja, ich habe heute mitgenommen wie spannend eigentlich nochmal der Diskurs immer ist zwischen den verschiedenen Feldern, sei es jetzt zwischen Schule und Jugendarbeit, sei es zwischen Forschung und Praxis. Und ich sage mal, das Stichwort Vernetzung, ich greife das mal auch von Tobias Bütow, ist eigentlich was, an dem wir dauernd oder kontinuierlich arbeiten müssen. Ja, es gibt ja nicht das Verständnis politischer Bildung. Politische Bildung hat sich historisch in Deutschland auch entwickelt und entwickelt sich immer weiter. Das heißt, es ist wirklich erforderlich, dass wir auch im Austausch sind und bleiben und ich sage mal, im Sinne auch eines gemeinsamen Europas, dass wir auch in einer binationalen oder wenn möglich auch in einer europäischen Perspektive verschiedene Perspektiven auf die politische Bildung, diskutieren und politische Bildung in diesem Sinne auch weiter voranbringen. Das ist was, glaube ich, so, was mir am Herzen liegt und wo ich hoffe, wo wir uns auch in diesem Netzwerk auch noch weiter im Austausch bleiben. Ja, ich kann dazu nur ergänzen, dass also unsere Forschung eben auch deutlich gemacht hat, dass es erstmal ein ganz wichtiges Thema ist, sich überhaupt über Demokratie auszutauschen. Und das Interkulturelle ist eigentlich dabei, dass man was über sich selber lernt. Nämlich, dass man auch ein bisschen schaut, irgendwie bei anderen werden andere Gremien gewählt zum Beispiel. Es wird anders gewissermaßen zum Ausdruck gebracht, wie also Demokratie gelebt wird. Und das schafft eigentlich so ein bisschen auch ein Gefühl für Demokratie als ein offenes Konzept, an dem man sich auch beteiligen kann. Und das ist eigentlich die Hoffnung, dass das auch Kindern und Jugendlichen näher gebracht werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.